Dann finde ich es schön, dass ihr alle so früh hier seid, um Frank, Linus, Erdgeist und Konstanze zuzuhören beim diesjährigen Jahresrückblick. Und Nexus, der steht bei mir nicht auf der Karte. Und Nexus, viel Spaß! Durchdringt unsere Gesellschaft und die Nutzung informationstechnischer Systeme und des Internets schreiten unaufhörlich voran. Das bietet neue Chancen, schafft Freiräume und ermöglicht Synergien. Das Netz beeinflusst unser gesamtes öffentliches und privates Leben. Über Branchengrenzen hinweg sind mehr als die Hälfte aller Unternehmen in Deutschland vom Internet abhängig. All diese Einrichtungen oder Firmen könnten gehackt werden. Ist aktueller denn je. Und da bräuchte ich dann mal eine Krisennummer von Ihnen. Ja, und warum? Um da anzurufen. Ich vertraue meinem Provider nicht. Ich vertraue dem Anbieter nicht. Ich vertraue dem Staat nicht. Aber ich ändere mein Verhalten nicht. Das ist definitiv gefährlich. Ich vertraue Safe Harbor nicht. Ich vertraue meinem Airbag nicht. Ich vertraue dem aus Computer Club nicht. Und ehrlich gesagt, das nenne ich sorglos. Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber. Warum? In manchen Bereichen unseres Hauses kann man all das machen, was man schon immer machen wollte, aber man ist straflos. Zum Beispiel Telekommunikationsüberwachung. Herr Range hat eine Pressekonferenz einberufen und in der hat er gesagt, dass der Justizminister unerträglich in die Unabhängigkeit der Justiz eingegriffen hat. Das kann man auch übersetzen in den Satz, bitte entlassen Sie mich in den Ruhestand, Herr Justizminister. Da bräuchte ich dann mal eine Krisennummer von Ihnen. Ja, und warum? Ja, verstehen Sie bitte, dass ich darauf keine Antwort geben möchte. Warum? Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Ein Beispiel sagen. Sie können ein sicheres Auto haben mit Airbag. Sie können sich anschnallen. Sie können sich an die Verkehrsregeln halten. Wenn Sie aber trotzdem sorglos fahren, produzieren Sie einen Unfall. Und da bräuchte ich dann mal eine Krisennummer von Ihnen. Warte noch nicht. Warte noch. Der CCC-Jahresrückblick. Frank Rieger, Konstanze Kurz, Linus Neumann, Nexus und Erdgeist. Ein Riesenapplaus!
Guten Morgen, ist Mikro an? Ah. Ja, eigentlich hat der Herr Innenminister für uns ja das Jahr jetzt schon zusammengefasst. Wir wollen aber ein bisschen mehr ins Detail gehen und wie jedes Jahr einen kleinen Rückblick auf das Jahr 2015 machen. Auch ein bisschen Rechenschaft ablegen über die Arbeit des Öffentlichkeitsteams, aber auch ein bisschen zurückschauen auf die Arbeit, die ziemlich mannigfaltige Arbeit in den verschiedenen regionalen CCC-Strukturen, in den Nervas und Chaos-Treffs. Wir wollen ein paar Zahlen nennen und ein paar Anekdoten erzählen, die wir so erlebt haben im Jahr oder die uns zugetragen wurden. Und wenn irgendwas passiert, dann kann Frank ja immer noch, also der ist ja unter der Krisennummer erreichbar. Manchmal. Manchmal. Wer sich für den Song interessiert, ich habe hier nochmal die All, falls. Oh, danke schön. Willst du das haben? Ja, ist aber nicht angewandt. Wir gehen das Jahr meistens so von Januar runter bis zum Ende des Jahres, aber nicht am Anfang, denn wir wollen wie immer ein paar Statistiken zeigen, zum Beispiel zu unserer Mitgliedschaft oder auch zu den Presseanfragen, die kommen, solche Art von statistischen Angaben. Aber wie immer haben wir am Anfang des Jahres ja auch zu tun mit den Nachwehen vom letzten Kongress, also vom 31C3. Und deshalb haben wir zum Anfang eine kleine Anekdote von dem Verlag Welt N24 mitgebracht, die also so ein bisschen rückblickend schrieben und vor allen Dingen uns aber erklärt haben, wir sind jetzt relevant. Ob das eigentlich, um es Maha zu sagen, das ist ein inklusives Wir. Ne? Also wir hier sind alle jetzt ganz doll relevant. Aber gilt es denn als Relevanzkriterium für die Wikipedia? Ja, bestimmt. Na, oh. Da bin ich jetzt nicht sicher. Weiß ich nicht genau. Okay, also wir haben natürlich immer am Anfang des Jahres ein bisschen zu tun, klar. Mit den Nachwehen, mit einfach der ein bisschen Abarbeitung der Presse vom Kongress und natürlich generell auch Abbau und so weiter. Aber wir waren eigentlich für das Jahr 2015 ziemlich aktiv, schon im Januar. Normalerweise haben wir immer so eine Phase, dann geht es immer im Februar, März los. Aber das lag natürlich auch ein bisschen an den gesamtpolitischen Umständen, die insbesondere natürlich, ich fange noch gar nicht mit dem Januar an, wir machen erst die Statistik. Könnt ihr euch noch ans letzte Jahr erinnern, an den letzten Kongress? Ja. Da sehe ich ja wenig Hände oben. Das heißt also, dass bei den 12.000 Besuchern, die wir dieses Jahr haben, so verdammt viele neue Leute da sind, die dazu führen, dass das Haus jetzt voll, übervoll ist, dass wir wieder anfangen müssen, Leute davon zu schicken und müssen im nächsten Jahr wahrscheinlich eine kreative Lösung finden. Lotterie. Nee. Wir müssen, weiß nicht, wenn jemand eine tolle Idee hat, könnte er uns an presse@ccc.de vielleicht eine Location in irgendeiner anderen tollen Stadt, die viel größer ist als das CCH. Nein, wir haben schon geguckt, es gibt sowas nicht. Aber wir sind jetzt offiziell wirklich voll. Wir haben das größte Gebäude der Bundesrepublik durchgespielt, das für uns relevant wäre und müssen... Wir müssen damit klarkommen, dass wir einfach so viel Erfolg hatten, dass unsere Chaos-Paten-Projekte so viel Erfolg hatten, dass wir förmlich überrannt werden und unsere Verteilungs- und Digitalisierungsstrategie, dieses Kongress Everywhere, wird zwar auch viel genutzt, aber noch nicht genug, dass offensichtlich viele Leute hier in Fleisch und Blut teilnehmen wollen. Und es ist schön, dass ihr da seid, aber... Ja, aber. Aber. Wobei, man muss sagen, die Congress Everywhere-Geschichte, die ist natürlich die letzten Jahre, als der Kongress wieder weiter wachsen konnte, so ein bisschen wieder eingeschlafen. Ja. Also ich erinnere mich daran, dass wir zumindest in Hannover ziemlich große Events mit eigenem Vortragsprogramm geplant haben, was ziemlich genial war, weil man eben Leute aus der Umgebung so ein bisschen heranziehen kann, Leute, die vielleicht auch für etwas begeistern, die vielleicht überhaupt nicht auf die Idee kommen, zwischen den Tagen zu einem Kongress zu fahren. Und auch da ist eine ganze Menge möglich und einer unserer Ziele ist ja die Dezentralisierung und vielleicht muss man nochmal drüber nachdenken, gibt es da vielleicht ein geniales Konzept, wie wir diese Idee weiterspinnen können, um auch für die Zukunft einen Kongress haben zu können, der weiter wachsen kann, aber vielleicht etwas verteilter ist und etwas dynamischer funktioniert und da sind wir für jede Idee ziemlich dankbar.
Ja, apropos Verteilung, wir sind ja ziemlich gut verteilt. Ey, eine Überleitung vor dem Herrn. Im Bundesgebiet, das heißt, wir haben mittlerweile eigentlich fast allen größeren Städten Erfahrkreise. Was diese grüne Karte ist, weiß ich nicht, das musst du sagen. Ist die Zuordnung zu sagen zu den Postleitzahlen. Und hier sieht man einfach so ein bisschen, wo die Mitgliederdichte höher ist und wo wir helle Flecken haben, obwohl wir ja dazu erwähnen wollen, wir machen ja keine Mitgliederwerbung in dem Sinne. Also, aber hier sieht man mal so ein bisschen, wo sich die Mitgliederhäufigkeit erhöht und wo sie niedriger ist. Wir sehen wie immer, ne, dass wir auch zwei Erfahrts außerhalb von Deutschland haben, nämlich in Zürich und in Wien. Und ich glaube, wir haben 4 Chaos-Treffs mehr, wenn ich mich recht erinnere, die aber immer auch aktuell auf ccc.de, die einzige Seite, die bisher nicht down war, zu finden sind. Okay. Wir haben auch mal einen Plot von den Mitgliedsanträgen pro Tag. Der beginnt nicht am 1. Januar, sondern im Dezember. Deswegen habe ich den 1. Januar mal markiert. Wir sehen immer so eine Welle beim Kongress natürlich. Du sagst, wir machen keine Mitgliederwerbung. Ich glaube, das ist die größte Mitgliederwerbung, die wir uns vorstellen können. Ja, aber nicht so eine missionarische Jehova-Zeugen-Werbung. Also wir haben noch keine Teams in Fußgängerzonen. Ich bin mir nicht für alle Erfas sicher. Also man sieht jedenfalls, wir haben so eine kleine, ihr werdet wahrscheinlich ahnen, wo bei 2/3 da so die kleine Kurve herkommt. Na? Na komm, einer sagt's. Ich hab's gehört. Ja, genau. Also klar, beim Camp gibt's auch immer so ein paar Neueintritte. Allerdings war dieser kleine Tisch, wo man den Papier-Mitgliederantrag stellen konnte, der war wirklich sehr, sehr versteckt. Viele haben ihn nicht finden können, auch nach langer Suche. Und beim Kongress ist es anders, weil ich glaube, die Incentivierung vor allen Dingen der Mahnlauf ist und die Preise beim Eintritt für den Kongress. Ja, also insgesamt haben wir jedenfalls einen Zuwachs. Wie eigentlich alle Jahre, zumindest also so die letzten 12 oder 14, wächst diese Community auch an Mitgliedern. Und welche Mitglieder haben wir jetzt? Das dürfen wir jetzt sagen. Also wir haben jedenfalls über 6.000, aber nicht over 9.000. Ich weiß nicht, ob wir die, ich weiß nicht genau, wie das ist, ob man die offiziellen Zahlen sagen kann, weil das liegt daran, wir haben auch so ein Karteileichenproblem. Die immer nicht bezahlen, die kriegen dann irgendwie so 3 oder 4 Mahnbriefe, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob man die noch zählen kann. So als, aber ist ja auch egal. Also wir haben mehr Mitglieder gewonnen und wir sagen auch jetzt auch mal, wo die herkommen. Also die kommen zum größten Teil aus Deutschland, aber hier sieht man mal die 6,6%, die nicht aus Deutschland kommen. Und da hat sich, also jetzt außerhalb von den von Österreich und der Schweiz, wo ja doch eine ganze Menge Leute Deutsch sprechen, auch die Anzahl der Länder erhöht, wo wir so Mitglieder haben. Genau. Na, viel spannender als wo die Leute physikalisch herkommen, ist natürlich, wo sie im Netz so beheimatet sind, also wo sie ihre E-Mails hosten und genau. Ich glaube, da müssen wir haben noch hier einen Newcomer, ne? Also hier ist einer dabei, der ist sehr viel mehr geworden. Das ist der Platz 4, Posteo. Also. Ich finde ja, dass man so nach den Nachrichten des letzten Jahres vielleicht noch mal darüber nachdenken sollte, wo man seinen primären E-Mail-Account betreibt oder zumindest wo man noch einen sekundären E-Mail-Account betreibt, um sich beim Chaos Computer Club dann anzumelden. So allein es gibt ja genug Provider, die einem irgendwie auch so für ein Appel und ein Ei seine eigene Mail-Domain lassen. Da kann man ja schon mal ganz lieb seinen Namen oder seinen Handle da eintragen und muss sich dann nicht als Google-Mail-Kunde hier outen. Vielleicht so als Hausaufgabe zum nächsten Kongress hätte ich ja total gerne, dass irgendwie Google und nicht mehr so... Nee, und das Office wird uns hassen, wenn wir jetzt sagen, nee, nicht die Mailadressen ändern, nicht alle. Oder wenn, dann alle morgen früh, alle gleichzeitig. Der Stand ist... Also natürlich, wie alle Arbeit im CCC ist auch die Arbeit im... Also wie unsere Pressearbeit auch, die Arbeit im Office natürlich auch ehrenamtlich. Und das Office stöhnt natürlich schon, weil die einfach über die Jahre jedes Jahr mit mir... Geh nochmal 2 Folien zurück. Ja. Das ist die tägliche Belastung, die ihr da so seht, die das Office in Hamburg da abfeiert. Also das heißt, da
dass da es kaum Tage gibt, an denen es auch was nichts zu tun hat. Das heißt, wenn die mal eine Woche Urlaub machen, kommen die wieder und freuen sich über Neuanträge so in mindestens zweistellig und haben es geschafft, wirklich zeitnah im letzten Jahr die Office-Arbeit zu erledigen. Und es ist einfach großartig, so Leute im so Leute im Verein zu haben, die ihre Freizeit dafür aufwenden, diesen Club hier am Laufen zu lassen. Man kann, glaube ich, eigentlich für alle Teams, oder also mir fällt jedenfalls überhaupt kein Team ein, wenn man jetzt den CCC als solches sieht, wo sich das Team nicht vergrößert hat. Ob man jetzt auf das Office-Team, das Presseteam blickt, aber auch so, weiß ich nicht, zum Beispiel Video-Streaming-Team, die vielen verschiedenen, ja, Projekte und so weiter sind fast alle gewachsen und haben sich auch personell irgendwie mit mehr Leuten ausgestattet. Ja. Naja, gut, die Security, Gott sei Dank. Es ist beeindruckend, dass wir auf dieser Veranstaltung nicht ernsthaft mit dem Security-Team skalieren müssen. Das muss man mal ganz langsam sacken lassen, dass wir von 4.000, 4.500 Leuten, wo wir angefangen haben, bis 12.000 Leute skalieren mussten, ohne wirklich ernstzunehmenden Incident über die letzten Jahre, sagt auch ziemlich viel über die großartige Community aus. Wir hatten tatsächlich im Vorfeld des Kongresses aber wie immer eigentlich ein paar Vorfälle, also Gewaltandrohungen oder solche Dinge, die verbaler Art passieren. Natürlich lehnen wir das ab, auch wenn das auch häufig nachher immer so, naja, war, sollte nur ein Witz sein, hingestellt wird. Aber wir möchten natürlich diese Community, gerade die, gerade wenn sie sich hier auch physisch zusammen rottet, die möchten wir natürlich gewaltfrei halten. Und wir lehnen auch diese Form von Bedrohung natürlich ab und müssen aber sagen, dass für die Menge der Leute ist das hier eine sehr angenehm friedliche Veranstaltung. Ja. Okay. Was war das, diese Einschätzung des Gefahrenpotenzials fürs letzte Camp im Vergleich zu dem Dalai Lama, der da war? Da waren die gefährlicher gewesen als hier? Ich bin eigentlich prinzipiell froh, dass hier nicht irgendeiner angekommen ist und versucht hat, den CCC-Kongress irgendwie abzusagen wegen irgendwelcher Filme von 19-Jährigen. Oder so. Also wir sind ja, Gott sei Dank, wollen wir kein Fußballspiel veranstalten. Well. Wir wollen ein bisschen noch reden, wenn wir so, ja, also was sich so ein bisschen anbietet, um auf das Jahr zurückzublicken, über Social Media. An der Seite sieht man die Zahlen für @chaosupdates. @ccc.de ist ein ziemlich weitgehend automatisierter Account, wo die Beiträge im Blog weitergegeben werden. Man sieht die Followerzahlen. Wir benutzen für diese Accounts aber auch die freien Netzwerke. Das ist also ein Weiterpipen von Twitter und von Diaspora. Man sieht die Zahlen an der Seite für Chaos Updates. Das ist also kein... Also letztlich so einmal am Tag im Schnitt. Die Zahlen für Dezember stimmen jetzt nicht mehr. Ich glaube, die sind jetzt so bei 72 oder so. Aber es ist halt ein relativ wenig benutzter Account mit relativ vielen Followern, wo aber alle offiziellen Meldungen des CCCs rüberkommen. Im letzten Jahr auch vermehrt zweisprachig, weil wir halt mal versuchen, mehr zu übersetzen von unseren offiziellen Pressemitteilungen. Wir versuchen es zumindest. Ja, das Translation-Team ist auch gewachsen über die letzten zwei Jahre. Genau. Und inzwischen kann man keine privaten Blogposts mehr veröffentlichen, ohne vom Translation-Team dann gleich Tag später eine freundliche Übersetzung in der Inbox zu haben. Die müsste ich dann... Ja. Ja. Wir haben jetzt mal so die Top 7 der am meisten geretweeteten Postings, weil die, glaube ich, aus meiner Sicht auch einen ganz guten Rückblick für den Beginn so des Jahres bieten. Und zwar haben wir zum einen sehr viel geretweetet worden, die Geschichte mit diesem Apple TV, erstaunlicherweise. Ja, es ist etwas schade, dass wir im Jahr 2015, wenn wir über Gated Communities reden, auch über Apple reden müssen, wo diese ganzen Apple-Geräte doch in der ganzen Techniklandschaft einen relativ großen Anteil ausmachen. Ich glaube, das funktioniert ganz gut, oder? Es ist so gewesen, dass
Menschen aus dem Chaosumfeld eine App entwickelt haben, auf der man Videos von media.ccc.de sehen können sollte, auf einem Apple TV. Und Apple hat kurzfristig entschieden, diese App abzulehnen, weil dort unpassende Inhalte verbreitet wurden. Die auch also Apple selbst betrafen? Es gab wohl irgendwie Hacking-Videos auf media.ccc.de. Das Abstruse... Also völlig überraschend, ne? Unerwartet. Und also das Abstruse daran ist, dass unter anderem ein State-of-the-Art-Bluetooth-Hacking-Video als Grund genannt wurde. Das ist von 2005. Noch viel interessanter sind die Crypto-Hacking-Export-Restrictions aus dem Jahr 1999. Und einerseits möchte man sich an der Stelle fragen, was für Leute da eigentlich sitzen, die das entscheiden. Und andererseits ist natürlich diese Firmenpolicy dann zu schreiben, naja, wenn ihr diese Videos da ausblendet und zensiert, dann würden wir die App einfach aufnehmen. Schon etwas sehr merkwürdig. Zumal die YouTube-App, soweit ich weiß, auf dem Apple TV immer noch vorhanden ist. Oh. Weil die ganzen Videos kann man genauso auf YouTube sehen. Das ist aber jetzt gemein, das zu sagen. Jetzt ist das auch weg. Nun war das so, das sind Mitglieder vom CCC Frankfurt, die das gemacht hatten, und die hatten einfach, weil sie sich auch darüber geärgert haben, so einen Blogbeitrag gemacht auf den Seiten vom CCC Frankfurt. Und das war eigentlich überhaupt nicht geplant, dass es irgendwie so bundesweite Presse kriegt. Und dann kam auch übrigens gleich das Translation-Team und hat da auch einen englischen Blogbeitrag das draus gemacht. War dann nicht nur bundesweite Presse, sondern bis heute ist noch weltweit hat das Wellen geschlagen, dass Apple dort so, naja, schon doch überzogen reagiert hat und deutlich gemacht hat, dass sie dort den Daumen auf ihrem Content, auf den Applikationen drauflassen wollen und damit, wie selbstverständlich, ihre Benutzer so bevormunden, sich zu informieren. Das ist ja eigentlich, sagen sie, wir möchten gerne, dass Google nicht die einzigen sind, die kontrollieren, welche Informationen du gerade im Netz findest. Ich glaube, das traf auch so ein bisschen den Zeitgeist, weil 2015 darüber viel debattiert wurde an vielen kleinen Beispielen. Insofern wundert mich nicht, dass es plötzlich dann so viele Retweets, das traf so ein bisschen die allgemeine Stimmung. Viele hatten sowas in anderen Zusammenhängen erlebt, diese Form von inhaltlicher, auch teilweise automatisierter Blockade von Inhalten und so weiter. Ich glaube, das war der Grund, warum das plötzlich so eine Aufmerksamkeit hatte, weil da nur noch Apple und CCC dran stand, weil irgendwie passte. Was an der Geschichte noch ganz interessant war, war, dass es von den internationalen Medien sehr gut aufgenommen wurde, die dann auch prompt die Links zu den Videos in ihren Beiträgen gleich mitveröffentlicht haben, sodass man die Wirksamkeit dieser Maßnahme nochmal hinterfragen sollte. War da das Fingerabdruckvideo von Starbucks auch in der Liste mit dabei oder haben Sie das nicht gemerkt? Das stand leider nicht mit drauf. Kommt vielleicht nächstes nicht. Mal. Okay, wir werden nicht weiter über diese Apple TV reden. Wir wollten es nur erwähnen, weil das eben unter den Top 7 war. Und darunter war auch direkt daneben so ein Tweet über die Doktorarbeit unserer aktuellen Verteidigungsministerin. Ich habe es nicht ausgesprochen. Eigentlich nur, weil man in dem Wiki, was da verlinkt war, eigentlich ganz gut nachvollziehen kann, was dort für quasi akademische Fehler gefunden wurden. Die Arbeit als solches da aber auch verlinkt ist. Weswegen, ja, naja, es ist nicht unbedingt ein Hacker-Thema, aber durchaus interessant. Und zumindest darf ich berichten, dass nach dem Tweet ist ja ein Wiki, man kann sich da beteiligen, sich wohl auch einige am Weitersuchen beteiligt haben. Well. Ja, dann haben wir einen weit verbreiteten Tweet zu der Strafanzeige, da kommen wir aber später noch drauf. Wichtig ist mir noch eine Geschichte über das BSI. Es war ein Leak von Netzpolitik.org. Da ging es darum, dass das BSI und BMI, die sind ja, also Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik ist dem BMI ja unterstellt, hatten sehr viele Jahre lang behauptet, dass es keine Zusammenarbeit gegeben hätte in Bezug auf den Staatstrojaner, technische Zusammenarbeit in irgendeiner Form. Viele werden sich erinnern, 2008 gab es das höchstrichterliche Urteil zum Staatstrojaner, damals noch sozusagen Online-Durchsuchungen genannt und das neue Grundrecht. Und dann hatte man bei Netzpolitik
Die Schreiben veröffentlichen also interne Kommunikation aus den Ämtern, die klar machen, dass nach dem Urteil diese technische Nichtbefassung des BSI mit diesem Trojaner beendet wurde. Gleichzeitig allerdings in den internen Schreiben auch deutlich wurde, dass man der Öffentlichkeit gegenüber weiterhin behaupten solle, also da keine Zusammenarbeit gibt, man aber trotzdem Quellcode-Analyse, die Server analysieren und so weiter, also aktiv mitwirkt an diesem Trojaner. Und die standen ja nun sozusagen nach dem Urteil ein bisschen schwierig da. Sie mussten sich ja was überlegen. Und also wurde diese Zusammenarbeit zwischen dem Bundeskriminalamt und dem BSI etabliert, sollte aber öffentlich geheim gehalten werden. Da haben wir uns auch gefreut, dass das so weit verbreitet wurde. Wurde natürlich nur eine Wiedergabe von dem Leak bei Netzpolitik.org war. Also diese Zusammenarbeit ist ja ganz amüsant. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat ja eigentlich die Zielvorgabe, uns zu schützen. Und ich habe mich dann mal mit dem Herrn Hange unterhalten und er sagte dann, dass seine Auffassung natürlich auch ist, dass sie das ja getan haben in dem Moment, wo sie dabei helfen, diesen Trojaner sicher zu machen. Allerdings ist also die offizielle, also da gab es natürlich auch offizielle Meldungen, also eigentlich nur eine beim BSI, die ganz explizit sagt, bei uns ist die Abwehr von Trojanern das einzige und ausschließliche Ziel. Übrigens, ach so, Hange ist ja mittlerweile im Ruhestand. Wir haben ja, wie viele schon mitbekommen haben, einen designierten neuen BSI-Chef, der ja Begeisterungsstürme ausgelöst hat. Wie war noch sein Rufname? Weiß es jemand? Ich glaube Cyberclown, oder? Ja. Ja, das wäre ja das erste Mal in der Geschichte der Zentralstelle für Chiffrierwesen und des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, dass ein Nichttechniker oder Nichtmathematiker, also jemand, ein Ökonom, diese technische Behörde führt. Ich habe noch nie irgendjemand das Wort Ökonom so als Schimpfwort rauspressen hören. Also, ich glaube, er ist Diplom-Fachwirt für irgendein. Ich weiß nicht, man kann es ja bei LinkedIn. Fachwirt ist der Cyberclown. Verinnerlicht das mal bitte alle, wenn euch das nächste Mal irgendjemand fragt. Ja, dieser Cyberclown reicht komplett aus. Ich glaube auch nicht, dass der das wird, oder? Was meinst du? Also, der Mann heißt Schönbohm. Den Namen werden sich vielleicht einige noch erinnern, denn er hatte ja doch einen berühmten Innenministervater. Ist natürlich ein reiner Zufall, wie wir uns bestimmt schon gedacht haben. Unsere Forderung ist aber unabhängig davon, ob der tatsächlich jetzt da der neue Chef wird. Da war doch irgendwas mit Schafen, oder? Warum der zurücktrat? Das weiß ich nicht mehr. Ich kann es nicht mehr sagen. Falls da jemand Leaks hat, nehmen wir wieder braune Umschläge. Unsere langjährige Forderung ist aber schon immer gewesen, dass das BSI als unabhängige Behörde aus dem Bundesinnenministeriumsbereich herausgelöst wird und selbstverständlich auch jemand dieses Amt führt, dem man also wenigstens eine technische Kompetenz. Vielleicht sollte es dann dem Verteidigungsministerium unterstellt werden. Dass die bringen die nicht auf Ideen. Also wir wissen ja aus den Snowden-Veröffentlichungen, da gilt das BSI ja bereits als Schlüsselpartner. Und mit diesem Leak ist auch klar, dass das BSI zumindest teilweise enge Zusammenarbeit mit dem BKA in Trojaner-Sachen gemacht hat. Ist natürlich für die Vertrauensbasis keine gute Sache. Genau. Jetzt kommen wir zu den Top 3, die sozusagen ja auch schon so ein bisschen dieses Jahr zusammenfassen. Wir hätten diesen Tweet an Platz 3. Ja, es war im Mai so eine Meldung, die sich auf, jetzt wollte ich schon sagen, wir sind ja nicht in Berlin, ja. Also das Gebäude in Berlin-Mitte bezieht diese von einem Wassergraben verschönerte Trutzburg. Wasserhahngraben? Ja, ihr wisst ja, da ist noch nicht der Wassergraben. Also wenn die Russen mit den Panzern kommen, fallen sie in den Wassergraben. Also falls sie den BND einnehmen wollen. Ich weiß nicht, gibt's eine rationale Begründung für den Wassergraben? Krokodile? Eine rationale, Frank. Ich glaube, da führt die alte Panke lang und sie wollten da einfach ein schönes Flüsslein. Ach so, angeln? Ja.
Achso. Nee, jedenfalls kam diese Zahl von 1,044 Milliarden und ich konnte nicht mehr so richtig nachvollziehen, wer diese Idee hatte. Irgendjemand hat es in Kindergärtner umgerechnet. Und offenbar haben wir damit auch so eine Art Zeitgeist getroffen, ohne dass da jetzt, da war ja nicht mal ein Link bei, war ja nur so ein... Also vielleicht dazu, das war gerade die Debatte, wo die ganzen Kita-Streiks liefen, da kam diese Zahl. Und das ist so aus so einer Diskussion aus mehreren Leuten entwachsen und irgendjemand, also wir haben das versucht, in alles möglich umzurechnen, um ein Gefühl für diese Zahl zu bekommen. Und irgendjemand warf dann, ich weiß auch noch, wer es war, aber ich sag's jetzt nicht, die Zahl, man könnte ja mal Kindergärtner draus machen und da kam dann diese ziemlich, wie ich finde, ziemlich beeindruckende Zahl raus und vielleicht kann man mit dem Geld wesentlich Sinnvolleres machen als so ein komisches Gebäude da, wo dann sowieso nur die Wasserhähne geklaut werden. Um den Graben zu füllen. Ja, natürlich. Aber vielleicht sollte man Kindergarten einfach als SI-Einheit jetzt standardisieren. da fielen mir auch einige andere Projekte ein, so Jäger 90, wie heißt denn jetzt richtig? Eurofighter heißt er jetzt, also könnte man ja auch mal umrechnen. Mann, bist du alt. Ja, also mir haben sie den noch als Jäger 90 vertickt, aber also das wäre jetzt wirklich peinlich, wenn der noch so hieß, aber das ist dasselbe Projekt, oder? Na, egal. Wir kommen zu Top 2. Das ist der vom Januar, der Aufruf zur Selbstverteidigung, wo wir offenbar auch so eine Art Zeitgeist getroffen haben, nämlich die Forderung des CCC zum Ausstieg aus der unverschlüsselten Kommunikation, der ungeschützten quasi. Und der hat wohl auch einen Nerv getroffen. Und im Laufe des Jahres haben wir dann gesehen, dass der eigentlich ungehört verhallt ist. Wir hatten... Jetzt irgendwie im Herbst ganz großes Thema, dass man plötzlich dafür abgemahnt wird, wenn man sich davor schützen möchte, von irgendwelchen großen Buchstaben, Zeitungen, die Adware installieren zu lassen. Man muss jetzt inzwischen deren Werbung konsumieren, inklusive der über diese Ad-Networks verbreiteten Schadsoftware, um diese Inhalte zu konsumieren. Ich glaub, also wenn du da hinklickst, bist du aber schon selber schuld. Ich bin im Presseteam, ich muss dem hinterherklicken und ich darf einfach mit meinem eingeschalteten Adblocker gerade nicht mehr schauen, was die über uns schreiben. Also, liebe Bild-Zeitung, wenn ihr wieder über uns schreibt, dann schickt uns wenigstens ein Belegexemplar, weil ich kann es nicht mehr klicken. Aber unabhängig sozusagen von dem deutschen Klein-Klein war natürlich die Crypto-War 2.0-Debatte international ein Thema. Also es ist in den USA stark debattiert worden, haben wir natürlich auch verfolgt. Es ist in Großbritannien sehr doll debattiert worden und natürlich dann auch hier so ein bisschen im Nachgang. Und ich finde bei uns in puncto Krypto-Verbot oder jeweils in diese Richtung, finde ich, war es noch relativ moderat. Da fand ich die Debatten... Eigentlich kann man sagen, dass es da eine klare Ansage gab. Also es war halt so, dass der... trotz des relativ kurz vorher stattgefundenen Terroranschlags in Deutschland ja sogar vom Innenminister unterschrieben, eine Charta für Ende-zu-Ende-Krypto verkündet wurde auf diesem merkwürdigen IT-Gipfel. Das war sozusagen das einzig sinnvolle Ergebnis. Du meinst die Krisennummer-Veranstaltung? Genau. Das war so das einzig sinnvolle Ergebnis dieser Veranstaltung. Aber immerhin ist es tatsächlich so, dass sich immer mehr abzeichnet, dass wir in Deutschland ja quasi auf so einer Ausnahmeinsel sitzen, wo also es halt insbesondere von Seiten der Innenbehörden keinen ernsthaften Druck in Richtung von Krypto-Hintertüren gibt. So, also es halt, sondern im Gegenteil halt eben dieses auch vom BMI unterschriebene Papier, was sagt, dass Deutschland halt der weltweit führende Standort für Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sein soll. Das heißt, da können wir uns nicht drauf ausruhen. Es ist nicht so, dass diese Lage statisch ist, so insbesondere wenn man sich anguckt, dass die Chinesen haben gestern ihr Hintertürengesetz verabschiedet, was in weiten Teilen inhaltsgleich mit dem von Großbritannien ist. Mit der Begründung? Ja, mit der Begründung halt fiese Terroristen. Lustigerweise regte sich natürlich sofort das US State Department darüber auf, weil es sind ja die Chinesen. Natürlich aber nicht über das britische Gesetz, weil das sind ja die guten Freunde in Großbritannien. Das heißt also diese Hintertür-Mandate-Geschichte, also zu sagen, liebe Firmen, wenn ihr halt irgendwie Systeme baut, die Verschlüsselung verwenden, dann baut sie gefälligst so, dass ihr uns im Zweifel den Cleartext geben könnt, ist ja so der neue Versuch zu sagen, wir wollen als Staat keine Krypto-Hintertüren haben, wir wollen aber zumindest in den großen kommerziell verbreiteten Systemen halt den Zugang zu den Informationen für die Geheimdienste haben, ist ja sogar so diese neue Welle, damit werden wir auch nächstes Jahr noch intensiv zu tun haben. Es heißt ja, Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung.
Und diese zweite Sicherheit, die da gemeint ist, die nennen wir Staatstrojaner. Und die werden wir dann im nächsten Jahr hoffentlich meistern. Naja, wir kommen gleich nochmal zum Staatstrojaner. Da haben wir ja nochmal einen eigenen kurzen Absatz zu. Aber also ich fand schon spannend, wer die erste Crypto-War-Debatte noch mitverfolgt hat oder später nachgelesen hat für die Spätgeborenen. Der wird natürlich merken, dass es große Unterschiede gibt. Also insbesondere fand ich die amerikanische Debatte, die schon auch für den europäischen Raum wichtig ist, weil die deutschen und europäischen Politiker dahin schielen, die war schon interessant, weil die sich eben nicht in den üblichen parteipolitischen Hickhack verloren haben, sondern interessanterweise man sehr deutlich gemerkt hat, dass es eben große ökonomische Einflüsse gibt, dass eben die Wirtschaft da auch ihre Interessen versucht durchzusetzen und die sind natürlich teilweise eben nicht gleich mit der Regierung. Also es war eine, finde ich, zumindest spannende Debatte, die sich da entfaltet hat, und der Crypto War ist sicherlich noch nicht beendet, da werden wir sicherlich noch weiter drüber debattieren. Aber meine Befürchtung, dass wir dann wie Krypto verboten kriegen, ist sehr gering. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber... Also wie gesagt, zumindest in Deutschland sehe ich es nicht. In anderen europäischen Ländern bin ich mir überhaupt nicht sicher. Also gerade Frankreich zum Beispiel, Polen, Ungarn, Großbritannien sind ja gerade halt auf dem abgleitenden Ast aus der Demokratie raus. Und dann, da bin ich halt nicht sicher, dass da nicht ein Kryptoverbot durchaus versucht werden wird. Es hat dann wenig Auswirkungen, weil alles, was du irgendwo in der EU verkaufen oder vermarkten darfst, kannst du auch in jedem anderen EU-Land machen. Aber zumindest werden sie es halt versuchen, denke ich. Ich habe noch mal eine Frage. Kannst du es endlich auflösen? Hat der Maizière jetzt deine Krisennummer? Also meine Telefonnummer ist jetzt nicht so schwer rauszubekommen. Sein Referent für diesen komischen IT-Gipfel hat sie jedenfalls gehabt. Vielleicht sollten wir uns noch so ein großes Rotes... Ja? Hat er Ja gesagt? Ich warte noch ein großes rotes Telefon, ja, darauf, bei uns. Ich warte noch auf dieses rote Telefon. Ja. Also der Punkt ist eigentlich, also es ist eine interessante Frage, ob es ein rotes oder ein grünes Telefon sein sollte. Ne? Ja. Also weil eigentlich müsste es ein rotes sein, weil also in der klassischen Nuklearnomenklatur sind die grünen Telefone halt immer die sicheren Telefone zur eigenen Leitstelle und die roten Telefone sind die Telefone zum Feind. Also die... Aber um mal diesen Top-2-Tweet und die Crypto-War-Debatte abzuschließen, auf die wir sonst nicht weiter zurückkommen. Mathe lässt sich nicht verbieten, das weiß hier sicherlich jeder im Raum. Dennoch sollten wir uns, glaube ich, dafür einsetzen, was unsere politischen Ziele sind, selbst wenn jetzt die Befürchtungen vielleicht nicht hier in Deutschland nicht so groß sind. Okay, dann kommen wir zu dem Top-One-Tweet. Es wird hier niemand überraschen, das ist, glaube ich, die letzten Jahre immer so gewesen. Es war natürlich die Veröffentlichung, als die Recordings alle fertig waren vom letzten Kongress. Das hat dann doch alle Retweets geschlagen. Das war, glaube ich, jetzt die letzten Jahre immer so. Leute freuen sich dann halt, wenn sie den Gesamtcontent vom Kongress downloaden können. Und generell, also das Streaming- und VOG-Team, die rocken ganz schön hart. Ja. Also ich glaube, Stand heute Mitternacht war, dass ein Großteil der Aufzeichnung von gestern schon online waren. Das ist einfach Bestzeit. Ja. Und großen Applaus zum VOG-Team. Wir schließen jetzt auch gleich diesen Social-Media-Blog ab. Ich fand nur, man konnte eigentlich so ein bisschen das Jahr darüber auch ganz gut ablesen. Wir wollen halt noch eine Sache erwähnen, die, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass wir dieses Jahr ja noch das Camp hatten, nämlich, dass auch das Events-Blog deutlich mehr benutzt wurde. Das Team ist da natürlich größer, ist mehr als nur das Presseteam. Also wir haben versucht, auch gerade weil viele Veranstaltungen waren, aber nicht nur für Camp und Kongress, sondern auch für die kleineren Veranstaltungen in den Erfassets stärker zu nutzen. Da gibt es jetzt auch ab und an Bilder. Also wir haben dieses Blog doch etwas belebt insgesamt. Und es ist auch oft zweisprachig, so dass man, also auch wenn man nicht Deutsch spricht, da ganz gut lesen kann. Ja. Okay, haben wir den Social-Media-Blog damit abgeschlossen? Ja. Ja, dann haben wir eine kleine Auswertung gemacht über die Anfragen, die bei uns so reinkommen. Nexus hat da mal was vorbereitet. Das ist ein Wordle, ne? Ja, so ein bisschen.
Das, was man oben links sieht, ist das Jahr 2014 gewesen. Und unten rechts ist das Jahr 2015. Das sieht wesentlich homogener aus. Der Grund Warum? Der Grund dafür ist, dass irgendwann mal jemand einen Spamfilter aktiviert hat. Das war auch bis ungefähr November eine November gute so? Idee. Danach muss irgendwie ein Software-Update gelaufen sein. Dann hat der Spamfilter etwas besser gefiltert. Deswegen müssen wir uns, glaube ich, ganz, ganz dolle nochmal bei der Presse, bei Journalisten entschuldigen, ja. Weil nämlich viele Akkreditierungsmails zum Kongress einfach in diesem Filter gelandet sind. Und wir haben tatsächlich vor diesem Kongress echt da gefailt, weil wir ja da viele dann plötzlich, nachdem wir bemerkt haben, da stimmt was nicht, dann kam das so nach ein paar Wochen an die Oberfläche. Ja, ja, da lagen dann so 250 Mails. Bitten um Nachsicht. Also False Positives. Ja, klassischer Fall von Overblocking, davor waren wir ja auch immer. Aber was bei dem Wort noch auffällt übrigens, was ich noch sehr auffällig finde, ist, wie freundlich uns die Presse, ne, also, oder? Also, ich habe wirklich nur einfach mal alle Tickets eingesammelt, versucht, Wordclouds darüber zu bilden. Da sind jetzt Stopwords rausgefiltert. Und das, was dann plötzlich zutage kam, war eigentlich eine sehr höfliche, freundliche Sprache. Es sind so diese in diesen Wordclouds tatsächlich erstaunlicherweise die typischen Buzzwords, die man so erwarten würde, die man teilweise in den Medien liest, gar nicht enthalten. Also ich sehe kein Cyber. Ich sehe kein wo ist der Cyber? Was? Wo ist der Cyber? Im Spamfilter. Im Spamfilter. Wobei die Wordcloud, die Mails, die im Spamfilter gelandet sind, mittlerweile wieder beinhaltet. Das heißt, die haben wir zurückgeholt, nachbearbeitet. Und also wie gesagt, da muss man einfach sagen, die Presse geht mit uns relativ höflich um und die Anfragen sind, also wir haben bekommen sehr, 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 sehr viele sehr gut formulierte, exakte Anfragen, auf die man auch wunderbar antworten kann, wo Journalisten sitzen, die das Thema auch verstanden haben. Und das finde ich manchmal sehr, sehr schön. Man muss dazu sagen, der Nexus ist relativ neu bei uns im Presseteam. Wir haben vor zwei Jahren das erste Mal einen Presseworkshop gemacht, wo wir drei Jahre ist es wieder, die Zeit vergeht, um auch die Pressearbeit, die einfach bei der Anzahl von Anfragen, die da auf uns einprasseln, irgendwann von einem auch älter werdenden Team nicht mehr alleine zu leisten ist. Und Nexus ist vor drei Jahren zu uns dazugestoßen, hat sich super bei uns eingelebt und freut sich immer noch wieder, wie so die Innenansicht ist auf die Presseanfragen. Ich weiß nicht, wo ihr jetzt hinfahrt. Ich wette mal weiter. Ich habe noch diesen Hinweis vom Office. Ah. Google klassifiziert Mails von ccc.de gerne mal als Spam. Oh. Ja, ist ein Problem, weil wir natürlich auch die Mahnläufe und so also, darüber schicken. Nur, dass ihr das wisst. Einer der Punkte ist, es ist nicht nur Google, sondern irgendjemand erzählte neulich mal, es gibt ja so Kinderschutzfilter, so Proxys und da sind gerne mal Seiten des CCC als Computerterrorismus klassifiziert. Computerterrorismus? Ja, auf Deutsch. Also, könnte deutscher Softwarehersteller sein. Also nochmal kurz zurück zu dem Google klassifiziert CC-Mails als Spam. Das ist ein nicht ganz subtiler Hinweis an die Journalisten. Liebe Journalisten, wenn ihr eure Mail bei Google speichert, ist zum einen keine gute Idee, falls ihr irgendwie versucht, irgendwie sowas ähnliches wie Journalismus zu machen. Zum anderen kann es halt sein, dass ihr denkt, ihr bekommt keine Antwort von uns, was auch mal vorkommen kann. Aber es kann halt auch sein, dass ihr in eurem Spam-Filter landet. Also sucht euch einfach einen anderen E-Mail-Provider. Und Nexus war gerade im Statistikmodus und hat dann noch weitergemacht. Ja, Statistiken sind super. In dieser Grafik sehen wir, ich habe da mal so die Ticketzahlen aus 2014, mal beachte, mit Spam und 2015 gegeneinander gestellt. Was wir dieses Jahr eigentlich gar nicht so hatten, war so ein enormer Peak, wo ganz viele Anfragen in einem Monat kamen. Das liegt vielleicht daran, dass wir so keine wirklich schlimmen Snowden-Themen oder sonst irgendwas dazwischen hatten. Man sieht aber auch, dass irgendwie die eigentlich relativ kontinuierlich die Anfragen reinkommen. Davon ist ein sehr großer Bestandteil, sind Interviewanfragen. Teilweise kommen dann noch Sachen dazu, wie Hintergrundgespräche, teilweise Videodokumentationen, teilweise also auch sehr, sehr viele Vorträge, die üblicherweise sehr, sehr viel Zeit kosten.
wo man dann gerne auch mal durch die Gegend fahren muss und dort dann irgendwo in irgendwelchen Städten, die man bislang gar nicht kannte, irgendwelche Vorträge hält. Also was wir natürlich auch machen, nicht immer nur sozusagen das kleine Team, aber so die Beteiligung an Veranstaltungen und Mitwirken an den Diskussionen dort betrachten wir natürlich auch als Teil der Öffentlichkeitsarbeit in gewisser Weise. Aber da hat sich so auch so ein bisschen dezentralisiert. Da gibt es natürlich auch in den Erfas Leute, die für manche Themen ganz gerne machen. Also ja, hat ein bisschen zugenommen, würde ich sagen, aber auch nicht in hohem Maße. Okay. Wir müssen jetzt mal diesen Statistikteil hier abschließen. Mach mal. Bevor wir, ja, wir könnten noch sehr viel mehr sagen, weil wenn man schon mal die Daten irgendwie da rauskramt und nach Zusammenhängen durchsucht, findet man Dinge, aber das ist vielleicht auch nicht so interessant. Wir werden stattdessen jetzt so durchgehen durchs Jahr. Wir haben aber ein Thema davor, was uns eigentlich das ganze Jahr beschäftigt hat, wo wir jetzt kein spezielles Datum haben. Das ist natürlich die Vorratsdatenspeicherung, ein langjähriges Thema, jetzt mittlerweile 15 Jahre für den CCC. Die meisten wissen, im Dezember jetzt sozusagen ist die Vorratsdatenspeicherung in Kraft getreten. Die übergroße Koalition hatte keine Mühe, dieses Vorhaben durchzuboxen, hat sich da auch nicht irritieren lassen von dem höchstrichterlichen Urteil hier in Deutschland oder dem höchstrichterlichen Urteil in Europa. Das ist offenbar wie so ein ist irgendwie so untot, ja, wie so ein Zombie, den man irgendwie nicht killen kann, kommt immer wieder. Nur die Begründung hat sich so leicht gewandelt und manchmal der Name. Wir haben aber auch sofort im Dezember, also etwa irgendwie ein paar Tage in Kraft, die ersten Ankündigung und auch schon die erste fertige Verfassungsbeschwerde, verschiedene Gruppen, also soweit mir bekannt ist, mindestens vier von Juristen und Journalisten und Abgeordneten und Aktivisten tun sich da in Gruppen zusammen und werden das wiederum nach Karlsruhe bringen. Der CCC ist daran mittelbar beteiligt, zumindest an einem dieser vier Teams. Da wollen wir auch mithelfen, was den technischen Teil betrifft. Für mich war interessant, dass die erste Verfassungsbeschwerde, die von Journalistenverbänden unterstützt wird und auch von einer Abgeordneten und von weiteren Medienverbänden, sofort dieses Thema der sogenannten Gesamtüberwachungsrechnung aufmachte. Das ist ein Begriff, den die Richter in Karlsruhe mal geprägt haben. Also dass man eben nicht nur auf ein Gesetz schauen muss, sondern eine Gesamtüberwachungsrechnung aufmachen muss. Und das fand ich interessant, dass gleich in der ersten Verfassungsbeschwerde darauf abgestellt wird, dass man eben die Gesamtheit der Erfassung von Datensätzen und gerade auch von Telekommunikationsdaten sehen muss. Also ja, ich finde die Situation sehr unbefriedigend, dass wir da immer zu den Gerichten schielen müssen, was ja auch immer lange dauert, aber faktisch ist es natürlich auch so, dass das technische Inkrafttreten natürlich nicht passieren wird. Es gibt nämlich noch keine Durchführungsverordnung und keine technischen Vorgaben, da werden wir mindestens, also über ein Jahr noch warten, ehe die in Kraft hat. Zumal da halt natürlich auch der Knackpunkt liegt, weil das Verfassungsgericht hat ja in seiner letzten Entscheidung dazu angesagt, dass diese Daten nach dem Stand der Technik gesichert werden müssen, was die IT-Security angeht. Wir kennen alle den eher nicht so schönen Stand der IT-Security gerade. Das heißt also, wir wissen eigentlich, dass es gegen einen gezielten Angriff mit staatlichen Ressourcen momentan keine Möglichkeit gibt, so große Datenbestände, die bei so vielen Providern liegen, effektiv dagegen zu sichern. Das heißt also, wir können davon ausgehen eigentlich, dass ausländische Geheimdienste auf diese Daten natürlich scharf sind und auch an die ran wollen. Das heißt also die Frage, wie halt die technische Richtlinie ausgestellt wird. Inländische auch, zum Beispiel Bayern. Na, die dürfen ja ganz legal, die müssen ja nicht hacken. Ne? Diese Frage halt, kann halt dieser Anforderung des Verfassungsgerichts da überhaupt erfüllt werden, steht halt und da werden wir halt sicherlich, denke ich mal, auch sehr genau hingucken und auch noch an der darum entstehenden öffentlichen Debatte halt teilnehmen. Also die Frage, wie die Sache da weitergeht, ist eigentlich wahrscheinlich so ähnlich wie beim letzten Mal. Ne? Es geht halt nach Karlsruhe, es wird eine Weile dauern, die Diskussion wird umfänglich werden. Das heißt, es ist quasi eine Wiederholung. Ich wollte noch mal auf unsere alte Idee der Three-Strikes-Regelung vielleicht hinweisen, ja, dass die Abgeordneten, die sich dreimal in ihrer Laufbahn an einem Gesetz oder für ein Gesetz gestimmt hat, was dann vom Bundesverfassungsgericht als verfassungsfeindlich kassiert wird, dass die dann vielleicht ihr Mandat loswerden. Vielleicht.
ist natürlich irgendwie, also ich empfinde das auch und ich glaube, das geht vielen so, die sich eingesetzt haben gegen die Vorratsdatenspeicherung als eine gewisse Niederlage. Ja, also ich meine, die hier, also und Heiko Maas als Justizminister, der sich ja profiliert hat als Gegner, ist dann irgendwie umgefallen, etwa alles irgendwie großer Frust. Aber, also ich finde, es gibt auch ein paar positive Aspekte daran. Und eines aus meiner Sicht, das haben wir auch gemerkt an den Presseanfragen, technische Verständnis, das hat sich mittlerweile einfach ganz gut rumgesprochen. Das sind eben 10 Jahre, wo auch immer wieder darüber geschrieben wird. Wir hatten immer wieder Projekte, wo auch dargestellt wurde, was man aus Metadaten der Kommunikation ablesen kann und den Bewegungsprofilen. Wir haben eine Mehrheit der Deutschen mittlerweile, die gegen, also ihr wisst schon, die Deutschen, die Merkel zur Kanzlerin gewählt haben, die sind in ihrer Mehrheit Gegner der Vorratsdatenspeicherung. Das ist schon eine Veränderung gegenüber dem Kampf, der irgendwie mal losging vor 15 oder 12 Jahren. Ja, ist immerhin. Und ich glaube, auch das Bewusstsein dafür, dass man diese Ordnungswanzen in der Tasche hat, ist größer. Insofern, also immerhin, ich versuche, helf mir doch mal, Männer. Nein, naja, also es ist schon irgendwie sehr ärgerlich. Well. Ja. Und da, wo wir bei der Vorratsdatenspeicherung sind, können wir ja in den Januar eigentlich übergehen, denn ein Land mit der Vorratsdatenspeicherung, wir erinnern uns, ne, die Vorratsdatenspeicherung schützt uns ja vor. Da kann man nachträglich noch nachgucken, wo der Terror von den Geheimdiensten in Auftrag gegeben worden ist und dann die Informationen zurückzuhalten. Ja, wir haben tatsächlich, ich glaube, zum Nachhinein, wenn man auf das Jahr 2015 schaut, dann sieht man, glaube ich, diesen Anschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo ein bisschen anders. Damals im Januar war das, glaube ich, ein ziemlicher Schock. Man konnte ja sozusagen nicht wissen, wie sich das Jahr weiterentwickelt und dass das tatsächlich zu so einem großen Angriff in Paris kommen würde. Aber wir hatten uns damals mit einigen anderen NGOs zusammengetan und wollten eigentlich verhindern, dass es zu so einer intensiven, hysterischen Debatte kommt. Ja. Und haben uns sozusagen für diese Wahrung freiheitlicher Werte einsetzen wollen. Jetzt, wenn man das im Nachhinein liest, wirkt es natürlich fast ein bisschen zurückhaltend, finde ich. Aber man konnte halt nicht wissen, wie die französische Politik nach den Anschlägen sehr viel später im Jahr reagieren würde. Aus meiner Sicht ist natürlich hier nicht nur diese ganze Frage der Überwachungsgesetze interessant, die sich politisch entwickelt hat, in Europa danach, sondern vor allen Dingen auch die Frage der Pressefreiheit und Meinungsfreiheit, die ja doch relativ intensiv debattiert wurde. Denn insbesondere auch deshalb, weil Charlie Hebdo religionskritische Cover hatte, nicht zu knapp, weil die eine Form von Zynismus und Humor in ihrem Blatt betreiben, was dann zwar gerne auf diese Schilder geschrieben wurde, aber in der Praxis doch nicht als von allen als Satire anerkannt wird. Also das waren interessante Fragen jenseits der Überwachung, also auch der Meinungsfreiheit. Ja, okay. Im Januar waren wir auch noch doppelt aktiv, deshalb, weil wir uns ja lange Jahre für das Transparenzgesetz eingesetzt haben. Das ist ja sozusagen im Hamburger Senat auf Initiative von NGOs und unter anderem des CCC als Gesetz etabliert worden. Mittlerweile ist Hamburg das zweite Land mit einem Transparenzgesetz, denn Rheinland-Pfalz hat nachgeschoben. Also SPD-regierte Rheinland-Pfalz hat jetzt als erstes Flächenland ein Transparenzgesetz. Und überraschenderweise hat die CDU-Frau Klöckner, Julia Klöckner, schon angekündigt, nach einem Regierungswechsel, einem möglichen Rheinland-Pfalz, kassiert sie als erste das Transparenzgesetz. Bei uns ging es hier auch darum, dass man das bestehende Gesetz durchsetzt, insbesondere gegen öffentlich-rechtliche Körperschaften, die meinen, sie müssten ihre Daten in das bestehende, seit 2014 bestehende Informationsregister in Hamburg nicht einstellen. Dazu gehört beispielhaft die Handelskammer Hamburg, gegen die vor dem Verwaltungsgericht Hamburg dann eine Klage eingereicht wurde. Es gibt kein Ergebnis bisher. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist nicht eben die allerschnellste. Aber es gab so einige Papiere, die da hin und her gingen, Widersprüche zu Widersprüchen und so weiter. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, eine Entscheidung, die da irgendwann kommen wird, wird auch für andere öffentlich-rechtliche Körperschaften von Belang sein. Da geht es darum, ob man, ob man so etwas funktional betrachtet, ja, also welche Arten von Körperschaften man ausnimmt. Dazu würden zum Beispiel auch gehören Hochschulen oder so. Also es wird nicht nur die Handelskammer betreffen. Wir hoffen natürlich, dass diese quasi im Staatsbesitz befindlichen oder
vom Staat gesteuerten Behörden ihre Informationen ins Informationsregister einstellen müssen. Nicht wahr? Wolltest du da was hinzufügen? Okay. Also wir werden informieren, wenn wir dann ein Ergebnis haben. Also ich glaube einfach, dass das Verwaltungsgericht Hamburg nicht so schnell ist wie die Pressekammer, glaube ich. Okay. Ja, wir werden natürlich immer wieder angerufen, wenn irgendwo was gehackt wird. In diesem Fall war es schlimmer Cyberterrorismus des angeblichen Islamischen Staates, der den französischen Fernsehsender lahmgelegt hat. Die waren halt tatsächlich offline auf die Internet. Und da schossen dann natürlich die Spekulationen hart ins Kraut, was irgendwie da passiert ist und über welche schlimmen Fähigkeiten zum Cyberterrorismus die Cyberterroristen verfügen. Und wir gucken uns sowas natürlich immer eher etwas, zurückhaltend an, weil in der Regel sind die Erklärungen dann doch meistens sehr, sehr viel einfacher, als irgendjemand hat da eine große, schlimme Cyber-Tower-Abteilung aufgebaut. In diesem Falle war es halt so, dass ein Screenshot die Antwort darauf lieferte, wie denn wohl dieser Hack zustande gekommen ist. Wir sehen hinter dem Journalisten dieses Fernsehsenders da die Passworte an der Wand hängen. Das heißt also, das schlimme cyberterroristische Mittel, was da offensichtlich eingesetzt wurde, war offenbar ein Mobiltelefon, mit dem ein paar Fotos von einem Pizzalieferanten da gemacht wurden oder so ähnlich. Diese Art von... Hätten wir das schwärzen müssen? Ich meine, sind die nur aktuell? Bloß wenn der immer seine Pressekonferenzen da hält, dann reicht es einfach auf, da mal aufmachen. Ich glaube, es sind zu wenig Pixels, dass wir es schwärzen müssten. Aber... Also interessant war danach eigentlich die Diskussion dann mit Medienvertretern darüber, wie das denn bei Ihnen in den Redaktionen so ist. Müssen wir die Passwörter jetzt ändern? Haben wir das auch lustigste, die Kameras? Also das Lustigste, was ich dann diesbezüglich gesehen habe, war in einer Redaktion, ich sage jetzt mal nicht welche, die haben sich dann tatsächlich die hingen weiter an der Wand, ja, die Passworte, aber die haben sich da so einen kleinen Vorhang davor gemacht. Wenn der Pizzabote kommt? Damit oder? Nicht jeder Pizzabote, der da dann vorbeiläuft, halt die Passworte sehen kann. Fand ich sehr, sehr hübsch. Dann gehst du da hin, dann ziehst die Gardinen auf und dann machst kannst du... Naja, ich meine, man kann es verstehen, ja? Die haben halt irgendwie da... Nee! Die haben da halt nur praktisch... Gucke, ganz einfach. Du bist jetzt bei einer großen Online-Redaktion und bist halt die Nachtvolontärin. Ne? Du sitzt da für 400 Euro den Monat und machst halt irgendwie den Kram und dann musst du halt YouTube bepflegen und... Geh da hin, öffne meine Gardine, tippe dein Passwort, halt mal die Gardine wieder zu. Genau. Das sind die den Eilmeldungsknopf haben. Genau, das sind die den Eilmeldungsknopf haben. Ja, also ja, also Passwortmanagement ist hard, let's go shopping, ist halt offensichtlich auch bei den Medien so. Hoffentlich hat dieser Fernsehsenderfall dafür gesorgt, dass da ein paar Leute drüber nachdenken. Die Diskussionen hinterher waren einigermaßen amüsant. Also insbesondere mit den Medienvertretern, weil diese Frage, und wie ist das denn bei Ihnen in der Redaktion, kam dann meistens so, also ja, insofern haben wir da manchmal auch durchaus Spaß, sowas passiert übers Jahr immer wieder, ne? Also irgendwas wird gehackt, irgendwo fällt im Internet ein Sack Reis um und wir werden gefragt. Häufig haben wir auch nicht so viel Lust darauf zu antworten, ne? Also es kommt halt durchaus vor, dass wir sagen so, es gibt jetzt nicht so viel dazu zu sagen, wir haben sowieso nicht so viel dazu beizutragen. In diesem Falle konnten wir dann aber, uns hat sogar Spaß gemacht. Vielleicht sollten wir so eine nach oben offene gehackte Skala machen, wo irgendwie hängen deine Passwörter irgendwo rum, nein, ist kein Hack. Kann man dich anrufen nach deinem Passwort und fragen, ja, nein, ist kein Hack. Dann kann man das vielleicht so hochstufen und irgendwann dann wirklich mal so Landesverrat-Style, ja, ist ein... RSA-Token vor der Webcam? Ja. So, nicht alles, wo Leute den Zugang zu ihren Systemen nicht adäquat schützen, ist ein Hack. Also eigentlich eher gar nicht. Also wenn du deine Passwörter an die Kamera hältst, dann wirst du nicht gehackt, sondern dann hat irgendjemand dein freundliches Angebot mit dem Passwort wahrgenommen, um sich bei dir umzugucken. Vielleicht hat er dir noch ein Software-Update eingespielt, um dein System sicherer zu machen. Ja, und weil natürlich solche Dinge natürlich Überhand nehmen aus Sicht des Staates,
gab es dann ja auch den Vorstoß des Staates zum IT-Sicherheitsgesetz, wo Linus sich besonders verdient gemacht hat. Ja, das, ich glaube, wir hatten das im letzten Jahresrückblick schon drüber gesprochen, dass wir dem Bundestagsausschuss Digitale Agenda dann mal so letztes Jahr gesagt haben, wie wir uns so ein bisschen vorstellen könnten, wie der Staat denn was für die IT-Sicherheit tun könnte. Und dann haben die das zu den Akten gelegt und haben dann ein IT-Sicherheitsgesetz geschrieben im Bundesinnenministerium. Und freundlicherweise durften wir dann da auch nochmal sagen, dass wir da ein wenig von halten. Als wir das so uns angeschaut haben, fiel als erstes auf, dass da jetzt so überhaupt keine Ansätze bei sind, die in irgendeiner Weise zu der Verbesserung der IT-Sicherheit für normalsterbliche Menschen führen würden. Also Endnutzerschutz sehe ich da nicht. Es geht nur um Unternehmen und denen soll dadurch geholfen werden, dass man ihnen einfach noch mehr Bürokratie im Bereich der IT-Sicherheit aufbürdet. Und wer vielleicht im Bereich der IT-Sicherheit bei Unternehmen tätig ist, der versteht sofort, dass wir da jetzt nicht unbedingt mehr Bürokratie brauchen, sondern eher weniger. Da haben wir dann gesagt, dass wir das so Bereitstellung von Alarmierungskontakten, Dokumentationspflichten, Meldepflichten und so, ich meine, das ist alles Zeit und Ressourcen, die man in die Erhöhung der Sicherheit investieren könnte. Und da sehen wir die Ressourcen etwas falsch eingebracht. Dann das große, wichtige Thema war ja, jetzt müssen die Betreiber kritischer Infrastrukturen ein Sicherheitskonzept haben. Als wenn die keins hätten. Als wenn die keins hätten. Und jetzt, damit sie aber, und das ist eigentlich super, das ist so ein schöner Fnord. Man sagt, okay, ihr bekommt ein Sicherheitskonzept vom BSI mehr oder weniger aufoktroyiert. Also so ein Papierstapel ist es, ne, praktisch. Das müsst ihr aber selber vorschlagen. Und damit das aber nicht so viel Arbeit wird, setzt ihr euch bitte in den Branchenverbänden zusammen und erarbeitet einen gemeinsamen Vorschlag. Also dann sitzen jetzt, was weiß ich, die, sagen wir mal, die vier Vertreter einer Branche, mehr sind das ja in der Regel nicht, sitzen dann halt am Tisch mit ihren Sicherheitskonzepten, haben ihre Stapel so vor sich, dann machen die halt so eine Checkliste und sagen, habt ihr das auch? Nee, haben wir nicht. Ja, okay, dann nehmen wir das raus. Habt ihr das auch? Jo. Das heißt, ich weiß, es ist ganz logisch, dass die jetzt den kleinsten gemeinsamen Nenner nehmen werden, von dem, was sie alle haben. Das dann dem BSI vorlegen, dann wird das BSI sagen, ja, macht einen ganz guten Eindruck. Jetzt seid ihr verpflichtet, das einzuhalten. Und wenn ihr das nicht einhaltet, dann, so. Und ich meine, welches Unternehmen wäre so bescheuert, da etwas einzureichen, was sie am Ende nicht einhalten können, ja? Aber trotzdem werden die natürlich jetzt Unmengen an Zeit investieren, um das zu machen. Und ich weiß, ich hatte das damals so vorhergesagt, dass das passieren würde und ich habe jetzt schon von mehreren Branchenverbänden dann so private Mails bekommen, die so meinten, ja, wir machen das genau so, war doch richtig, ne? Aber hast du da nicht die Hoffnung, also ich meine, das IT-Sicherheitsgesetz, das hat ja sozusagen jetzt dem Bundestag auch passiert, wenn jetzt der neue designierte BSI-Cyberklon ins Amt geht, dass es dann alles viel besser wird? Na, der ist doch Lobbyist gewesen die meiste Zeit. Ja, also ist das nicht eine Chance? Also die werden, Nein. Ja, wo immer ein Risiko ist, ist vielleicht auch noch der Rest einer Chance, ja. Fürs Jahrbuch. Dann haben wir nebenbei noch reingewirkt bekommen, so ein paar Datenschutzaufweichungen, ne? Ein paar mehr Möglichkeiten, Daten zu verschiedenen Zwecken der Störungserkennung zu speichern und auszuwerten. Da habe ich dann, sage ich mal, relativ einfach argumentiert zu sagen, so, wenn die Systeme nicht funktionieren, ne, dann merkt man. Da braucht man nicht 6 Monate gespeicherte Daten von seinen Nutzern für, um herauszufinden, dass das System nicht mehr funktioniert. Dahinter geht es natürlich darum, die Daten, die eure Provider rausgeben, wenn ihr eine Abmahnung habt,
Das sind genau die Daten, die zu eigentlich anderen Zwecken gesammelt werden, nämlich zu Zwecken der Störungserkennung und Beseitigung. Und dann geht man vor Gericht hin und sagt, naja, da gibt's doch diese Daten, lieber Richter, jetzt greift doch mal auch drauf zu und dann machen wir da schön Abmahnungen und dann haben wir Geld. Und genau diese Datensammlungen nehmen da jetzt auch zu und werden dann natürlich auch in solchen komischen Verfahren in Zukunft zum Einsatz gebracht werden. Also auch ein wieder so was Schönes, wo man diese beiden Sicherheitsbegriffe sieht. Ne? Also im Prinzip gegen die Sicherheit arbeiten und sich daraus irgend so eine andere diffuse Form von staatlicher Sicherheit versprechen. Und dann haben wir natürlich, das sagen wir immer, das sind so die Schlussworte so, one last thing, das Vertrauensproblem des BSI wird auch nicht gelöst. Aber das ist ja eher so ein Klassiker, den müssen wir dann auch bringen und dann nicken immer alle und sagen, ja super. Und der Hange sitzt dann auch da und nickt und dann ist die Stellungnahme zu Ende. Also war jetzt nicht weiter überraschend, obwohl sich im Innenausschuss die geladenen Sachverständigen da allesamt kritisch geäußert haben. Das ging ja durch, aber wir sind ja gewöhnt, dass man sozusagen die Sachverständigenmeinung in den Ausschüssen jetzt nicht und auch generell die, ja. Ich habe mich dann noch mit einer Person unterhalten, die beteiligt war in der Formulierung des IT-Sicherheitsgesetzes und habe dann so gesagt, ja, schau mal hier, ne, vielleicht anders machen oder so. Und dann war so mehr oder weniger, ja, aber wir mussten doch jetzt mal was tun. Und das haben wir jetzt getan. So, und das ist halt jetzt, ne, der Checkmark ist gemacht auf der Liste. Die Unternehmen müssen es auslöffeln. Ich habe in der Regel nicht so viel Mitleid mit Unternehmen, aber in dem Fall jetzt muss ich sagen, echt schon. Wir müssen was tun, da sind wir gleich beim nächsten Thema. Es hat sich im letzten Jahr schon abgezeichnet, diese Benennung von Arne vom Cyberclown, also diesen Ökonomen dort irgendwie zum BSI-Vorsitzenden machen zu wollen. Präsident. Hat er sich schon abgezeichnet, so im Laufe des Jahres, so um den 1. April rum, wir haben es auch erst für einen Scherz gehalten, hatte dann Sigmar Gabriel den als Wirtschaftsminister, als Beauftragten für kreative und digitale Ökonomie Herrn Dieter Gorni bestimmt. Und Herr Dieter Gorni, Wikipedia weist zu Herrn Dieter Gorni, der ist ein deutscher Medienmanager, Lobbyist und Musiker und kann bestimmt unsere digitale Ökonomie super, also die Wikipedia weiß auch, dass er irgendwie zunächst Musik studiert hat, der kann Kontrabass, Klavier und Komposition und ist bestimmt für digitale Ökonomie der qualifizierteste Bewerber, den Sigmar Gabriel hier in Deutschland. Das ist wirklich erstaunlich, ja. Das ist der Content-Lobbyist, also und auf der Skala der Urheberrechtsextremisten weit außen, den setzen die auf diesen Posten. Das ist wirklich, also ja, man muss sich auch mal vorstellen, da muss man sich als Sozen sozusagen, sind ja nun auch Teil der Regierung, muss man sich schon echt ganz sicher sein, dass einem jegliche Kritik total egal ist. Ja, das ist wirklich Dieter Gorni. Also es war eben nicht nur ein erfreuliches Jahr. Okay, wir wollen dazu nichts weiter sagen, denn er hat danach auch nicht mehr viel gesagt. Also wir werden erst warten. Was das ist wie die Datenschutzbeauftragte so ein bisschen, oder? Wir hoffen einfach auf 2016, wenn er sein Amt dann ausfüllt. Wir haben auch ganz passend zum Motto des diesjährigen Kongresses in der Mitte des Jahres, oder Mai, also war noch Frühjahr, zusammen mit der Free Software Foundation Europe eine Meldung gemacht, die wir auch auf Deutsch und Englisch verbreitet haben, zum sogenannten Right to Tinker. Also zu dem Recht, an seinem eigenen Rechner und an seinen Geräten zu basteln, Software zu installieren. Diese Problematik ist einfach mit den Jahren immer größer geworden, ist längst weg von reinen Computern auf alle Arten von informationstechnischen Geräten sozusagen gewandert. Da haben wir natürlich schon mehrere Jahre immer wieder drüber gesprochen, aber wir wollten das auch mal als Statement machen, weil das auf so viele verschiedene Arten von Konsumentengeräten, Tablets, E-Books, Rasenmäher, Mobiltelefone, natürlich Spielkonsolen, Fernseher, Autos und so weiter, sich mittlerweile als Thema ausgebreitet hat. Die Debatte ist im englischsprachigen Raum ein ganzes Stück weiter aus meiner Sicht. Das liegt auch an einigen Gerichtsverfahren, die in den USA da schon laufen, wo es schon längeren Streit gibt und wir wollten uns da auch relativ klar gegen diese Erlaubniskultur positionieren.
Das ist natürlich gerade für unsere Community, glaube ich, ganz vital, dass wir the right to tinker haben. Ja. Ja. Da hat der Bundestag jetzt zum Ende des Jahres noch beschlossen, den Routerzwang praktisch per Gesetz aufzuheben. Das heißt, zumindest an der Kommunikationsschnittstelle ins Internet, wo also wir den Strom für unseren Router bezahlen, heißt das, dass wir auf dem Router auch unsere eigene Software installieren dürfen und oder unseren eigenen Router hinstellen. Also der Bundestag hat verstanden, dort haben auch aus der Freifunk-Community Leute ziemlich viel Zeit investiert, um dort Expertise abzugeben. Und der Bundestag, wenn man dort die dicken Bretter bohrt, zeigt ja zuweilen Verständnis und setzt dann im Gesetz Dinge um, die ansonsten uns auf die Füße fallen würden. Also wahrscheinlich wird es erst im nächsten Jahr in ein taugliches Gesetz gegossen, mit dem man dann bei seinem Provider vorbeigehen darf und sagen, ich will jetzt meinen eigenen Router, macht das Kabelmodem da weg, was mich irgendwie von meinem Internet abhält. Aber wir finden die Entwicklung gut und der Bundestag hat auch gezeigt, dass er auch in einigen Belangen mit dem neuen Jahrtausend zurechtkommt. Dann haben wir im Mai noch eine Meldung öffentlich gemacht zur Unterstützung des AK-Vorrats in Österreich. Wir erinnern uns, der AK-Vorrat ist ja mitschuld an dem höchstrichterlichen Urteil in Europa gegen die Vorratsdatenspeicherung und wollen bei der Gelegenheit darauf hinweisen, dass unter Staatsschutz.at bis zum 19. Januar auch noch eine Kampagne läuft, wo man unterzeichnen kann. Der AK-Vorrat Österreich ist, finde ich, ja, beispielgebend, ja, weil die haben sich da nicht abschrecken lassen und haben das Ding bis zum höchsten Gericht in Europa durchgezogen, hat ja durchaus alle Europäer zumindest eine Weile von der Vorratsdatenspeicherung befreit hat. Da freuen wir uns, dass wir, wenn es auch gerade nicht eine riesenhafte Summe ist, aber den AK-Vorrat Österreich unterstützen zu können. Hinzufügen muss ich gleich, dass der AK-Vorrat Österreich trotzdem relativ knapp mit seinen Finanzen ist, wie wir hören. Also wer vielleicht dann noch so eine Weihnachtsspende übrig hätte. Ich glaube, der AK-Vorrat Österreich würde sich da durchaus drüber freuen. Mitte Mai ist in Köln die Chaos Cologne oder kurz 1C2 veranstaltet worden. Das ist so ein Experiment, wie Künstler und Hacker zusammen an Projekten arbeiten, um die Welt zu verbessern, oder so eine Mischung aus Weltgeschmacksunterricht für Hacker, gleichzeitig mit Jugend hackt für Künstler, um dann zu gucken, was rauskommt. So 300 bis 400 doch ganz engagierte Hacker und Künstler sind da zusammengekommen. Am Ende war das Fazit, dass es doch nicht so einfach ist, da liegen schon Welten dazwischen, aber generell wurde ein positives Fazit gezogen und die Kölner sind guter Dinge, auch im nächsten Jahr dort sich wieder zusammenzufinden, um sich gegenseitig bei politisch relevanten Projekten zu unterstützen. Also wir werden, da hat ja sehr viele lokale Veranstaltungen im CCC gibt, nicht mehr jeder einzelne erwähnen können. Das ist leider, hat mit den Jahren ziemlich zugenommen. Wir müssen auch strukturell wieder die GPN, die Gulasch-Programmiernacht vergessen, weil das eine Tradition ist. Aber wir werden einige Veranstaltungen noch ansprechen, weil sich etwa mit bestimmten Themen verbindet oder weil es eine Änderung gab oder einen großen Zuwachs. Wir werden nicht mehr jeder einzelne nennen können. Wir haben versucht, die mal zusammenzuzählen und ja, die Wahrheit ist, dass sich unsere Hoffnung nicht bestätigt hat, dass durch die ganzen kleinen dezentralen Veranstaltungen der Druck auf den Kongress nachlässt. Deswegen können wir es jetzt auch. Nee, die gehen da einfach zusätzlich hin. Ja. Ja. Aber finde ich eigentlich auch okay. Im Übrigen sind von den kleineren Veranstaltungen auch sehr viele von den Videos gestreamt und später zur Verfügung gestellt. Nicht alle, aber die allermeisten mittlerweile. Also das ist so eine, das VOG-Team ist also nicht nur hier aktiv, sondern ja, also bundesweit. Konstanze, was ist eigentlich aus deiner Strafanzeige gegen Angela Merkel geworden? Das ist ja nicht meine, ja. Ich erwähne mal kurz, dass da mehrere Vereine, Einzelpersonen und insbesondere auch der CCC drin hängen. Ja, wir sind ja da wieder langlebig. Wir haben dann im Juni einfach nochmal ein drittes Mal jetzt nachgelegt mit Schriftsätzen, denn die Veröffentlichung nahm ja nicht ab. Wir wollten vor allen Dingen vom Generalbundesanwalt mal irgendeine Antwort. Wir hätten auch eine ablehnende Antwort akzeptiert, dass sie also keine Ermittlungen aufnehmen, denn
denn die Forderung ist ja nach wie vor, dass Sie gegen die Verantwortlichen in der Regierung und in den Geheimdiensten Ermittlungen aufnehmen, ob möglicherweise hier wegen Spionage oder Beihilfe zur Spionage oder wegen der Massenüberwachung nicht doch vielleicht mal ein Verfahren eingeleitet werden könnte. Wir haben einfach zum Jubiläum von Snowden, das war nämlich genau das zweijährige Jubiläum, dann nochmal nachgelegt und wir haben tatsächlich kurz darauf auch Antwort bekommen. Wir haben also überhaupt das erste Mal Post nach so anderthalb Jahren ungefähr. Das war ein interessanter Brief, den wir natürlich auch online gestellt haben auf ccc.de, weil der Generalbundesanwalt hat uns so einen länglichen, kaum auf unsere drei langen Schriftsätze eingehenden Brief geschrieben, der aber sehr viel über Merkels Telefon referiert, hat uns ja nicht weiter interessiert, wegen meiner, können Sie ja, wenn Sie die Massenüberwachung einstellen, Merkels Telefon gerne weiter abhören. Aber das war so ein ganz merkwürdiger Brief und war aber auch keine Ja-Nein-Antwort, die wir ja doch gerne hätten. Also weder hat der Herr Generalbundesanwalt gesagt, dass Sie jetzt einmal einen Anfangsverdacht sehen würden und eventuell Ermittlungen einleiten, noch, dass Sie keine einleiten. Das ist so ein bisschen wie Schrödingers Box, oder? Ist die Katze tot oder man weiß es nicht. Du willst da reingucken? Nein. Wir wussten natürlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass der Generalbundesanwalt, dass seine Tage gezählt sein werden. Das war ja Anfang Juli noch nicht ganz klar. Aber dennoch wollen wir alle auffordern, alle, sehr wichtig, sich über die Inhalte der Strafanzeige zu informieren, denn man kann das auch im Alltag ganz sinnvoll brauchen, wie wir festgestellt haben, bei dieser alles entscheidenden massenreichweiten Sendung, die ihr sicherlich alle kennt, falls ihr noch einen Fernseher habt. Der ARD-Brüller gefragt, gejagt, der mit dieser Finalfrage kam. Welcher Computerclub stellte 2014 Strafanzeige gegen alle Mitglieder der Bundesregierung? Nexus hat sich ja die ganze Sendung angeguckt. Irgendwie 40 Minuten, oder? Haben Sie es rausgefunden? Nein. Nicht? Was? Nein, ich habe es nicht gesehen. Nein. Ich habe nur gehört, dass Leute es gesehen haben, zumindest gehört haben, dass Leute es gesehen haben. Weiß jemand, wie viel man für die Antwort bekommen hat? Nee, aber Nexus hat es so angeguckt. Nee, ich habe es nicht angeguckt. Nee. Also viel, ganz viel, ganz viel Geld. Nämlich die Antwort ist ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der das jetzt gewonnen hat. Aber ist auch egal. Also, ich glaube, sie wussten es nicht. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Also bevor wir jetzt nochmal zurückkommen auf den Generalbundesanwalt, wollen wir nochmal eine Sache Frage erwähnen, wir haben ja die jetzt wir aber irgendwie nicht so breit. Wir haben ja jetzt irgendwie so einen neuen Generalbundesanwalt. Ja. Ja, was hat denn der dazu schon gesagt? Na, noch nichts, ja. Ja, die nächsten zwei Jahre haben wir ja noch Zeit. Jetzt im Dezember haben wir mit den Anwälten schon nochmal beraten, ob wir ein viertes Mal nachlegen. Warum auch nicht? Also sind ja wieder neue Sachen rausgekommen. Man könnte ja vielleicht auch hoffen, dass der neue Amtsträger vielleicht doch mal Ermittlungen aufnimmt oder aber auch einstellt, wäre uns ja auch recht. Also weil gegen eine Einstellung kann man ja Schritte einleiten. Du musst gucken, du kommst so neu ins Amt, ne? Da liegt noch lauter Papier im Posteingang, hat er noch nicht durchgearbeitet, vielleicht weiß er es einfach nicht. Schreib ihm nochmal einen Brief. Ich glaube, ein Generalbundesanwalt ist da eher so ein, steht in der Ecke, so ein großer Eisenkorb mit heißen Kartoffeln. Muss er sich überlegen, welche er zuerst rausnimmt. Was ich ja ganz interessant fand, das haben bestimmt viele mitbekommen. Es gab ja im Rahmen der Landesverratsaffäre doch eine ganz schön interessante Debatte um diese Weisungsbefugnis. Ja? Wann ist es eigentlich so, dass der Justizminister dem Generalbundesanwalt eine Weisung geben kann? Und die Aussage ist da mehrfach und immer wieder gefallen, stand auch in allen Zeitungen, dass es so sei, dass man eigentlich im Justizministerium nur dann eine Weisung gibt, wenn man einen ganz klaren Rechtsbruch sieht. Und dass das auch in der Geschichte der Bundesrepublik extrem selten vorkam und so weiter. Interessanterweise, ich würde das gerne auch mal drehen auf diese Frage der Ermittlungen. Ne? Ist es tatsächlich nur eine rein juristische Entscheidung, dass man hier nicht mal irgendwelche Ermittlungen, irgendwelche Ansätze für einen Anfangsverdacht sieht, für einen Verstoß gegen deutsche Strafgesetze von Seiten der Regierenden und von Seiten der Geheimdienste und deren Chefs. Da muss man sich doch mal fragen, mit welcher Art Maß hier gemessen wird. Also ich finde diese Strafanzeige nach wie vor ein politisches Mittel, um klarzumachen, dass die Gesetze hier auch
für solche Entitäten wie Geheimdienste gelten und dass wir das auch fördern sollten. Also ich finde, wir machen uns so langsam immer... Ich sehe schon, ihr seid ja jetzt nicht grundlegend anderer Meinung. Ja. Okay. Muss man sich vorstellen, dass es einfach eine radikale und jetzt beklatschte Forderung ist, dass Geheimdienste sich an Gesetze halten sollen. Das wer sich jetzt über die Gesetze, vor allem die Interpretation der Gesetze, der Geheimdienste interessiert, der kennt ja nochmal Annas Vortrag von gestern oder wir haben morgen auch, wir lesen ja im Nachtprogramm Teile, die absurdesten Szenen des NSA-Untersuchungsausschusses, der kann sich da ein Bild machen. Bin jetzt irgendwo abgebogen. Ich muss versuchen, zurück auf den Track zu kommen. Nee. Wir werden nur kurz was sagen über den Staatstreuer. Ne? Der CCC hat im Jahr 2015 erneut eine Stellungnahme abgegeben als Sachverständiger in Karlsruhe. Das Verfahren ist ein sehr langjähriges und richtet sich gegen das BKA-Gesetz. Sind da mehrere Verfassungsbeschwerden anhängig. Wer sich dafür näher interessiert, ich habe beim Camp im Prinzip wenige Tage danach ein bisschen intensiver darüber berichtet, wie wir argumentiert haben. Die Stellungnahme ist selbstverständlich auch öffentlich. Ich habe aber auch ein bisschen was erzählt, welche Punkte da debattiert wurden. Geht im Kern um den Kernbereich der privaten Lebensgestaltung, also die Intimsphäre eines Menschen und deren Ausforschung, aber um sehr, sehr viele weitere Fragen, die sich im BKA-Gesetz stellen. Aber eben ein Teil davon ist auch wieder die heimliche Infiltration von informationstechnischen Systemen. Wir hatten ein bisschen gehofft, dass es vielleicht 2015 noch ein Urteil gibt, aber ich denke, wir können es jetzt im Frühjahr 2016 erwarten. Ganz sicher habe ich nach der Anhörung den Eindruck gehabt, die ging auch wieder viele Stunden, dass Teile dieses Gesetzes verfassungswidrig sein werden. Da habe ich keine Zweifel. Die Frage wird natürlich wieder sein, welcher Teil davon. Und wir können uns natürlich darauf verlassen, dass die vor allen Dingen das Innenministerium wieder sehr zufrieden sein wird über die Klarstellung aus Karlsruhe und so. Also können wir uns darauf einrichten. Mir ist eigentlich nur wichtig, dass wir alle mitwirken daran, dieses Urteil zu interpretieren und daraus aus Forderungen zu formulieren und das nicht wieder so endet, dass die Teile des Urteils in neue Gesetze pacen. Ja, da müssen wir halt dran mitwirken, auch als diejenigen, die sich mit dem Staatstrojaner auseinandergesetzt haben. Das ist dann immer vervollständigen. Du sagst Teile des Urteils, immer so Teile des Urteils würden die Bevölkerung verunsichern. Ja, natürlich, wir wollen hier niemanden verunsichern. Also, ja. Okay, aber wie gesagt, wer sich dafür näher interessiert, kann sich den Camp-Vortrag gerne runterladen, wo ich nochmal ein bisschen die Argumentation und so weiter erkläre und auch ein bisschen so Juristen-Fu. Okay. Wir haben uns natürlich mit einer eigenen Pressemitteilung an dem ganzen Kladderadatsch um Landesverrat beteiligt. Markus wird ja morgen, glaube um 4 berichten, noch mal kurz und auch ein paar Forderungen formulieren. Er hat auch beim Camp schon darüber gesprochen, mit André zusammen. So, wer sich jetzt an ihr interessiert, kann sich das holen. Wir haben natürlich auch unsererseits ein Statement machen wollen und zumindest die Berliner Hacker sind da auch zu der großen Demo gegangen. Also die war nicht riesengroß, aber für die kurze Orga-Zeit relativ groß. Okay, ich glaube, wir brauchen das nicht weiter ausführen, oder weil wer sich dafür interessiert und irgendwie den Sommer über unterm Stein gelebt hat, der kann sich den Camp-Vortrag oder Markus live anhören. Okay. Achso, aber vielleicht noch ein paar Punkte vielleicht schon nochmal dazu. Jetzt guckt ihr mich alle so böse an, jetzt sage ich nichts. Doch, mach's drauf. Am Ende endet es wieder damit, dass du zum Landesverrat aufrufst und es ist wieder ein Aufruf zu Straftaten. Ja, bildet Landesverräterbanden, genau. Das ist jetzt aufgezeichnet. Nein. Also ich denke, Markus wird morgen das Nötige dazu sicherlich sagen. Oh. Heute, sagt das Publikum. Heute, 16 Uhr? Ich dachte, ja, na, diese Zeitkontinuum hier im CCH ist ja irgendwie anders. Warst du zu lange in der Lounge? Okay, wir haben noch so eine Anomalie, die sich so über den Sommer bis zum Ende des Jahres zieht. Und die haben wir jetzt mal Datenreichtum genannt, Cyberdatenreichtum eigentlich. Ja, dieser schöne Begriff Datenreichtum, der ist ja, kommt von KPMG, was glaube ich, ne? Also so eine Consulting-Bude, die auch kurz vor diesem sagenumwobenen IT-Gipfel forderte, also man müsse doch jetzt mal weg von diesem Datenschutz
und hin zu dem schönen Begriff des Datenreichtums, weil Daten sind ja nun mal das Öl des Informationszeitalters und je mehr wir davon haben, desto reicher sind wir alle. Bemerkenswerte Logik, und deswegen haben wir dann auch immer angefangen, so alles, was so an Beispielen von Datenreichtum, also für alle, insbesondere wenn so große Datenbankbestände wegkamen, dann halt auch diesen Begriff Datenreichtum kontinuierlich zu verwenden, damit wir auch mal klar machen, dass wir alle sehr reich sind. Also es gibt sehr viele Daten da draußen im Internet, meistens als Torrent. Meistens sind es halt die Daten von anderen Leuten. Und die Beispiele dieses Jahr sind eigentlich nicht viel anders als in den letzten Jahren, nur dass es immer mehr Daten sind. Also halt die Daten, die Mengen an Daten und die Sensibilität der Daten steigt einigermaßen kontinuierlich. Also angefangen von so den ersten Internet of Things Wundern, wie so Barbie mit WLAN-Funktionen oder Hello Kitty Internet of Things, bis hin zu den Personaldatenbanken der amerikanischen Geheimdienste. In denen, das war ja, und der anderen behördlichen Angestellten, also, genau, nur nicht also, nur Geheimdienste. Ja, gut, also dieses Office of Personal Management ist quasi die zentrale Personalabteilung der amerikanischen Regierung, und die haben alle ihre Datenbestände eingebüßt, offensichtlich in alle möglichen Weltrichtungen, inklusive der Akten aus den Lügendetektor-Ermittlungen, die so gegen zukünftige Angestellte geführt werden, bis hin zu den, wenn man da so als beim Geheimdienst zum Beispiel oder in besonders hochwertig klassifizierten Berufen tätig werden möchte, dann wird man halt irgendwie nach aller Peinlichkeiten aus seinem früheren Leben gefragt, und die werden dann halt auch alle verzeichnet, und zwar digital. Und dann stellte sich dann irgendwann raus, dass die Administration dieser Server outgesourced war an irgendeine Bude, die dann wiederum ins Ausland outgesourced hat. War jedenfalls alles sehr lustig. Und die haben, also diese Art von Datenreichtumsfällen hat uns durch sehr eigentlich immer wieder weiter begleitet, also auch dann, was die Presseanfragen anging. Zugegebenermaßen werden wir halt auch so im Verlauf des Jahres immer zunehmend zynischer. Und unsere Antworten halt auch ein bisschen flapsiger, weil was soll man dazu auch noch groß sagen? Ja? Also es ist halt irgendwie, wenn man diese Ideologie des Datenreichtums, also möglichst alle Daten zu speichern, weil man könnte ja noch irgendwas damit anfangen, irgendwann so weitertreibt, dann ist es halt unausweichlich, dass sowas passiert. Beim jetzigen Zustand der IT-Security ist es einfach unvermeidlich. Also wir stellen das jetzt so ein bisschen gegeneinander, diese Datenreichtumsdebatte mit dieser IT-Vertrauenskrise. Der Punkt ist, dass so ab dem Sommer, und Merkel sozusagen herself war eine derjenigen, die das in ihren Reden, insbesondere beim Verlegerverband, angefangen hat zu zirkulieren. Also einfach eine Form von veränderte Darstellung der Bundesregierung, wie sie auf Big Data blickt. Und darunter fiel dann dieser Begriff Datenreichtum. Man kann ganze Formulierungen von Regierungsvertretern, Sigmar Gabriel, aber vor allen Dingen auch, wir haben ja noch einen Internetminister, nämlich Dobrindt von der CSU, wiederfinden, die sich absolut gleichen mit diesen Consultant-Formulierungen, die ziemlich zur selben Zeit dann so rauskamen. Ja, man müsse diese Datenskepsis ablegen, jetzt hier, also, ne, wie ist immer das so, ne, mehr so, naja. Mhm. Das fanden wir schon interessant, weil das natürlich das hat zu tun mit der öffentlichen Meinung und immer diese nervigen Datenskeptiker. Das war schon interessant zu beobachten 2015, dass hier eine neue Agenda so ein bisschen langsam ausgerollt wurde. Letztlich sind Leute, die auf IT-Risiken blicken, die sind ja auch irgendwie störend beim großen Big Data-Hype. Das war schon eine interessante Entwicklung, die sich so im Sommer und im Herbst dann so entwickelte. Und interessanterweise, wie immer, wenn unsere irgendwie Datenfeldwegminister da versuchen, irgendwie an solchen Debatten teilzunehmen, sind sie denn so 3 Jahre hinterher? Also wenn man halt irgendwie sich so die Debatte in den USA anguckt, da geht es gerade andersrum, wo halt so Chefs von großen Werbeagenturen sagen, so, wir haben es vielleicht ein bisschen übertrieben, die Leute fühlen sich langsam ausgeforscht und vielleicht sollte man irgendwie auch mal hinterfragen, ob diese ganze Big Data-Nummer halt überhaupt tatsächlich was bringt. Es fängt ja gerade an, so die Debatte in den USA, aber hier sind dann halt noch diese Consultant-Spinner dabei, irgendwie unseren Politikern einzureden, dass mehr Daten gut für sie sind. Ich weiß ja nicht, wie viele hier schon mal, also sich wirklich mal jetzt mal, also ihr müsst es keine Hand heben oder so, bitte nicht. Kennt ihr wen? Sich schon mal ernsthaft so eine Merkel-Rede bei irgendeiner Gelegenheit angesehen haben. Und ich habe mir im Zuge dieser Datenreichtums, ich habe mir wirklich mal eine so komplett angesehen, das war die beim Wirtschaftsverband. Da hat sie halt so ein, ich denke mal so 6-7 Minuten, wo sie darüber redet. Und nun sind ja Merkel-Reden wirklich sehr,
langatmig. Ja, die sind, also man kippt da jetzt vor Emotionalität nicht aus den Schuhen. Aber sie hatte das Stück zu den Daten, da wird sie richtig emotional. Ich dachte, der wurde, guck nicht richtig. Ja, also da hatte so richtig so einen Moment von Verärgerung und Empörung. Ich war ganz erstaunt. Ja. Und die Rede hat so gar kein Highlight. Aber dieses Stück über diese störenden Datenschützer, da wird sie so richtig, das stört doch diese Wirtschaft. Das war sehr interessant. Also ich denke mal, wir werden davon mehr hören 2016, auch von den verschiedenen Bundesministerien. Da habe ich keine Zweifel. Und bestimmt gibt es auch nochmal einen Datenreichtumsfall aus einem Bundesministerium. Das so, von diesem ganzen Politquatsch, ja, da haben wir aber jetzt auch mal dringend Urlaub gebraucht. Und den haben wir uns auch genommen. Und jetzt müssen wir, glaube ich, alle mal von der Bühne gehen, oder? Facing the correct way, yes. Nothing here is facing the correct way. Welcome to Camp. Hey. Yay. Massachusetts. Idea or a new structure, trying to figure out how something's going to be put together. There's no better place than be walking the alleys here, these paths at midnight or 2 a.m. They're still running, and it's just got an energy level of optimism. Technology can be changed and shaped to serve our society better. These aren't just IT staffs that are just doing clocking in, day out. These are the people that have a social purpose of making the world better through their technology. When in doubt, ask.
welcher Roboter zuerst das Spielfeld verlässt oder umfällt, hat verloren. Und es gibt Punktabzug für Hightech. Nice. Von euch nicht dabei war, ich würde sagen, einfach Pech gehabt, Leute. Na, wir haben hier noch so einen kleinen Aufruf. Also dieses Video ist der Trailer zu einem Film, den ein Doku-Team beim Camp angefertigt hat. Die haben 8 Tage dort gedreht, die ganze Zeit 5 Kilo Kamera-Equipment, 4,5 Kilo Ton-Equipment mit sich rumgeschleppt, 276 Gigabyte Bild, 38 Gigabyte Ton, circa 23 Stunden Material, waren relativ erschöpft, aber glücklich. Die sind auch wieder hier beim 32C3, haben an Tag -3 schon irgendwie annähernd 16 Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Also die hauen sich da ganz schön ins Zeug und möchten daraus halt einen Doku-Film machen. Und dafür gibt es gerade eine Indiegogo-Crowdfunding-Kampagne, damit sie das auch realisieren können. Und die findet ihr unter igg.me/at/allcreatureswelcome, weil das der Titel des Films ist. Genauso lautet auch der Hashtag für eure Lieblingssozialen Medien. Und ich werde dann gleich mal irgendwie noch den Link zu dem Vimeo-Video vertwittern, wo man das Ganze auch mit synchronem Audio hört. Tut uns leid, Sandra, dass wir das jetzt irgendwie verkackt haben. Aber ich glaube, es ist durchaus unterstützenswert, weil das Doku-Team, glaube ich, versteht diese Hacker-Community auch einfach gut ins Bild zu setzen. Und, also versteht sie und kann sie damit gut ins Bild setzen. Ja. Und niemand sonst hat diese Menge an Material. Also ja. Wir müssen die jetzt auch irgendwie freikaufen, das Zeug. Also als ich diesen Trailer das erste Mal oder diesen Film das erste Mal gesehen habe, beziehungsweise wir haben einen Trailer für den Film gesehen, habe ich gedacht, erstens, ich will wieder zurück, zweitens, das ist das Camp und drittens, man braucht dazu nicht mehr sagen. Und ich finde es genial. Anyway, wer nicht dabei war, nehmt es euch einfach für in 4 Jahren nochmal vor. Wir kommen jetzt zu einer Reihe von kleineren Veranstaltungen. Es ist ja eben nicht nur so, dass das Riesencamp und die Kongresse sind, sondern eben auch in den Erfassern eine Menge passiert. Und da fangen wir an mit den MRM-CDs, Meta-Rhein-Main-Chaos-Days. Und die Meta-Rhein-Main-Chaos-Days, die haben ja so ein Feature. Ja, ich weiß nicht genau, wie die das organisieren, aber der Punkt ist, dass da kriegt man so eine Art Welcome-Pack, wenn man zu den MRM-CDs geht. Und sie haben auch, glaube ich, immer ein sehr cooles Design, by the way. Also zum Beispiel diese Medaille, schneller, höher, weiter, war der Ticket, also der Eintrittsbändchen. Aber man kriegt ja auch als Welcome-Paket ein besticktes MRM-CD-Handtuch, ein Frisbee, eine Tasse und ein Bio-Müsli. Also die haben ein interessantes Konzept. Vielleicht sollten wir auch so ein Welcome-Ding für den Kongress... Mal 12.000. Oh. Skaliert vielleicht nicht unbedingt für die Riesenfahrt. Nur 2 LKWs voll Bio-Müsli. aus der Region, würde ich mal hier betonen. Die ist dann ein bisschen größer, die Region. Davon haben wir eine Reihe, die sind alle so ein bisschen ähnlich in der Größe. Zum Beispiel auch das einen Monat später stattfindende Hackover in Hannover. Nee, was habe ich jetzt? Ist nicht in der richtigen Größe? Ja, doch, doch. War von euch jemand da? Ja, du. Verstand. Also, Hackover haben wir leider dieses Jahr so ein bisschen das Problem gehabt, dass die Tickets das erste Mal auch im Presale irgendwie ausverkauft waren, was sehr schade ist. Einerseits natürlich schön, dass es so gut angenommen wird. Andererseits haben wir genau das gleiche Problem mittlerweile, wie es eben beim Kongress aussieht.
gedacht war es irgendwie mal so für so ein Geekend für norddeutsche Hackerspaces und Airfas. Wie ist Hannover Norddeutschland? Ja, so grob. Es ist Niedersachsen. Von München aus schon. Von. Grundsätzlich hat dieses Konzept von Anfang an nicht funktioniert, weil wir eigentlich gleich aus ganz Deutschland und auch aus der Schweiz Besucher hatten. Und es ist einfach ein tolles Zusammensitzen und es passieren da Dinge. Viele mögen auch die kleineren Veranstaltungen einfach gern, weil sie natürlich das Chaos Family Feeling mehr. Also ich finde, man hat es hier auch, weil diese Assemblies so gut funktionieren, aber auf den kleinen Veranstaltungen mögen das, glaube ich, auch die Teilnehmer. Ja, es passieren da Dinge, die auf dem Kongress einfach nicht passieren, weil da andere, also die Menge ist größer. Man kommt nicht so in die persönlichen Gespräche und eigentlich braucht man viel mehr von diesen kleinen Veranstaltungen, die überall irgendwie stattfinden, damit sich das auch irgendwie so ein bisschen verteilt. Also klarer Aufruf, wenn ihr in eurem AFA-Kreis noch keine lokale Veranstaltung habt, macht mal eine. Ja, also redet mit den Leuten, die welche machen, so aus den MMCDs, den Hackover-Datenspuren und so. Die Veranstaltung, es ist nicht so schwer, es tut dem Hackerspace echt gut und dem AFA-Kreis, weil die Leute ein gemeinsames Projekt haben, wo sie halt alle ran müssen und gemeinsam Dinge organisieren und auf die Reihe kriegen. Man fühlt sich hinterher echt cool, weil man tatsächlich auch was auf die Reihe bekommen hat, was eine Außenwirkung hat. Ist nur sehr zu empfehlen, Räume zu organisieren, schafft man meistens irgendwie, die Unis oder irgendwas, geht eigentlich immer. Man kann sich in den meisten Städten sogar irgendwie Förderungen besorgen für die Unkosten. Der Verein, also der CCC, der Bundesverein, hilft auch immer, wenn es da Lücken gibt, also bei den Finanzen oder ihr Sachen nicht vorfinanzieren könnt. Rafft euch einfach auf. Das VOG hilft immer, wenn ihr groß genug seid, im Zweifel auch die Eventwohnleute fragen. Wir haben also die Infrastruktur, um solche Veranstaltungen zu machen. Es ist eine Menge Technik da, die auch einfach dann auf Reisen gehen kann und benutzt werden kann. Plant relativ langfristig. Ne? Also überlegt es euch nicht erst 3 Wochen vorher, sondern so, sagen wir mal, so ein halbes Jahr vorher ist so der spätestmögliche Zeitpunkt, wo man so eine Orga anfangen sollte. Aber dann macht es auch echt Laune. Und guckt in den Kalender, wann die anderen ihre Veranstaltung machen, damit wir nicht wieder welche Overlaps haben. Ja. Und gerade Hannover, also in Hannover, wenn ihr da irgendwie ausverkauft seid, ihr habt ja irgendwie Ausweichfläche. Es gibt ja diese Gebäude, die übers Jahr ungenutzt sind von der Bürokommunikationsmesse. Da könnt ihr euch vielleicht noch ein bisschen vergrößern. Also Hackover nächstes Jahr irgendwie alle mal anmelden und die haben Platz. Also es gibt natürlich die Überlegung, irgendwie Wege zu finden, wie wir nach oben skalieren können, aber es ist natürlich bei uns im Gebäude, wo wir auch unseren Raum haben und es ist sehr gemütlich da und das Gebäude, also wir kennen das Gebäude, es ist einfach toll da und da passieren dann auch mal so Dinge, dass im Hinterzimmer irgendwelche Leute das Klavier vorfahren und anfangen, die Internationale zu singen. Ja. Völker hört die Signale. Naja, auch die Datenspuren in Dresden sind wieder gewachsen. 1000 Besucher mittlerweile, die sind umgezogen von diesen Scheunenviertel. Ich habe vergessen, wie das hieß. Egal. Die sind umgezogen in so ein Technikmuseum. Sind die technischen Sammlungen in Dresden. Ein schönes Museum übrigens auch. Die haben auch schon den Termin für nächstes Jahr. Da werden die wieder dort sein, und zwar 22. 23. Oktober. Wir wollen über die jetzt nicht weiter näher berichten. Auch da kann man die Vorträge später runterladen. Das ist ja mittlerweile bei vielen Veranstaltungen so. Aber wer da hinfährt, können wir sehr empfehlen. Die Veranstaltung ist kostenlos. Kann man sich gleichzeitig in 2 Stunden Zeit nehmen oder sogar mehr, um diese technischen Sammlungen anzusehen. Da uns aber so ein bisschen die Zeit wegrennt, glaube ich, werden wir über die Inhalte... Na, sag, Linus. Ich wollte gar nichts sagen. Der war der Keynote-Speaker. Ich fand diese Örtlichkeit einfach sehr schön. Ja, so sehr mal zu. Jetzt müssen wir halt mal gucken, ob wir so ein großes Museum irgendwo für den Kongress finden. Aber es gab halt, also so, wenn halt schon einiges an Zierrat und interessanten Sachen für Nerds Hardware da ist. Auch. Da gibt es eine schöne Computerausstellung. Das war eine coole Wahl und Datenspuren immer zu empfehlen. Ich habe ja gestern gelernt, was das meistbesuchte Museum in Deutschland ist. Kommst du drauf? Das ist das BMW-Museum. Vielleicht können wir einfach mal fragen, ob die Platz haben. Nee. Nee, lass mal.
Wir wollen die Gelegenheit zum Anlass nehmen, an dem Dresdner Beispiel ein bisschen was zu sagen zu den total vielen, die wir nicht alle aufzählen können, Initiativen, wo sich regionale CCC, also Gruppen, ERFAS, Freifunkgruppen, Chaos-Treffs-Gruppen eingesetzt haben für verschiedene Refugees-Projekte. Also in Dresden alleine waren das so 25 Unterkünfte, die dort mit Freifunk ausgestattet, also Internet für Refugees. Und in Berlin gab es eine größere Kampagne, die finde ich auch sehr bemerkenswert war, die Support Refugees Emancipation Campaign. Es gab in Freiburg ziemlich coole Spendenaktionen. Also da haben sich einfach in vielen regionalen Gruppen Leute zusammengetan und einfach ganz praktisch geholfen. Es wurde natürlich im Laufe des Jahres immer ein größeres Thema und das hat viele animiert. Wir wollten eigentlich gerne auch mal zusammenfassen und haben dann aber erst im Oktober dann eine Pressemitteilung dazu gemacht, wo wir auch auf ein bestimmtes Projekt hinweisen wollten. Aber es ist deutlich mehr innerhalb des Clubs passiert, als zu sagen, nur diese eine Kampagne. Die ist aber auch deshalb bemerkenswert, weil die eben zum hohen Spendenaufkommen geführt hat. Ich glaube, wo waren die am Ende? 48.000 Euro, ne, glaube ich. Also Ich glaube, den Stand zuletzt vor 3 Wochen gecheckt, deswegen möchte ich da jetzt nichts zu sagen. Wir hatten ja letzte Woche in Berlin auch noch so eine kleine Versteigerung. Also das ist der Stand 18. Dezember, 48.000 Euro, da können mittlerweile vielleicht ein paar mehr sein, aber es ist natürlich, also sind tatsächlich signifikante Summen zusammengekommen, um für Hardware, Software und so weiter, also tolle Sache. Also das Spannende bei Refugees Emancipation ist halt dieses For Refugees, By Refugees, ja, das also, wir schieben da einfach Geld rüber und die machen dann damit, was sie für richtig halten und bauen damit die Strukturen auf, die gebraucht werden. Und das ist natürlich wichtig auch für eine Nachhaltigkeit, die da entstehen soll, weil die sich eben auch darum kümmern, dass die Internetcafés, die sie bauen, gepflegt werden, verwaltet werden, dass dort Workshops stattfinden. Und es ist natürlich eigentlich sehr, sehr bedauerlich, dass sie das selbst in die Hand nehmen müssen, dass da halt in den meisten Unterkünften auch einfach kein Internet geboten wird. Essen gibt es manchmal, habe ich gehört. Und das ist, ich meine, das sind katastrophale Zustände. Und ich freue mich und bin stolz, dass aus unserer Community da, wie aus vielen anderen, Unterstützung kommt in den Bereichen, die wir eben können. Und unsere Community kann Internet und viele andere Menschen unterstützen auf anderem Wege. Und denen möchte ich an dieser Stelle auch danken. Das ist halt... vielleicht zu guter Letzt, wir sind, uns rennt so ein bisschen Zeit weg, aber es ist natürlich eine Form von aus der Not geborenem Empowerment auch, denn dadurch, dass das eben auch teilweise selbst organisiert ist, kann man natürlich auch gleich noch einen Lerneffekt haben, eben die Technik auch teilweise selber maintainen zu müssen, aber dabei auch was zu lernen. Also die Freifunker haben sich da bundesweit auch echt eingebracht. Da gibt es, glaube ich, heute auch noch einen Vortrag zu aus einem, ich glaube, aus der Region Ruhrgebiet Essen oder so. Also da gab es echt eine Menge, worüber wir jetzt nicht im Einzelnen reden können, weil uns immer die Zeit wegläuft. Aber wir wollen bei der Gelegenheit auch nochmal das Chaosradio erwähnen, nicht nur, weil es geile Themen gab, sondern weil in der Sendung zu Flüchtlinge und Hacker, wo über solche Projekte auch gesprochen wurden, was man eigentlich konkret tun kann, wo kann man denn eigentlich helfen, weil dazu eine ziemlich großen Hardware-Spende kam von mehr als 20 Paletten an Rechnern und Monitoren, die da gespendet wurden. Also hat dann teilweise auch Leute eben für Spenden animiert. Prinzipiell Chaos Radio hat jetzt so ein Dual-Mode, so eine Art so ein Wechsel zwischen den Monaten, also einmal im Studio bei Fritz und dann vom Berliner CCC aus, wo auch das Bock mitwirkt. Also man kann das Stream empfangen und natürlich später downloaden. Und die Zahlen sind so 9.000 bis 15.000 Abrufe pro Folge. Ja. Es gibt natürlich auch noch in verschiedenen anderen Erfolgkreisen Radio- und Podcast-Projekte. Auch die können wir jetzt gar nicht mehr alle aufzählen. Setzte mal, als ich guckte, was über ein Dutzend. Das heißt, also, da gibt es auch eine Menge sehr interessante, lustige Sendungen, die teilweise regelmäßig, teilweise unregelmäßig sind. Müssten wir eigentlich auch mal zusammenfassen irgendwo, ne? Aber gut, lassen wir weitermachen. Naja, wir haben das einmal ein Jahr gemacht, wo wir die mal alle zusammengezogen haben. Und im Doku-Wiki gibt es auch, es gibt kein Doku-Wiki. Gibt es eigentlich das Wiki wieder? Es Nexus. Gibt im Moment lesenden Zugriff auf das Wiki vom Gebäudeinneren.
Ja, den Events-Blog habe ich heute Morgen auch wieder klicken können, aber nicht mit allen Beiträgen. Es war so ein bisschen buggy. Ja, wie gesagt, es ist lesbar. Schreibender Zugriff kommt demnächst. Der Techniker ist informiert. Du bist der Techniker. Wir wollen stellvertretend auch nochmal, also das ist so ein bisschen untergegangen, weil es so viele Projekte von Freifunk gab und für die Refugees, aber ich fand im Jahr 2015, das ist jetzt nur ein Beispiel vom CCC Freiburg, gab es auch eine ganze Reihe Kryptopartys regelmäßig, also die teilweise in Hamburg gibt es sogar mittlerweile eine Krypto-Sprechstunde. Da kann man halt, wenn man so spezielle Probleme hat, hingehen, fand ich echt nett und ich weiß, mindestens 2 Dutzend Erfas hatten das regelmäßig. Also die könnten wir auch gar nicht mehr alle aufzählen. Freiburg hat sich übrigens auch bei so Refugees Unterstützung mit eingebracht. Also viele Erfas waren da dabei. Und wir haben uns auch nochmal, und da sind auch eine ganze Menge angereist nach Berlin, zu einer wirklich großen Demo versammelt, zu der wir auch aufgerufen haben, nämlich die TTIP-Demo. Ich habe schon lange nicht mehr so eine große Demo in Berlin erlebt, wo auch doch relativ viele von relativ weit ankamen, wie man am Füllstand des Hauptbahnhofs, der war dann unmittelbarer Laufnähe, sehen konnte. Das hat sich also tatsächlich gelohnt. Für unsere Community sind ja in dem TTIP-Abkommen auch so einige fragwürdig, insbesondere in Bezug auf so Verbraucherrechte, Datenschutz natürlich und Urheberrechte. Aber insbesondere, glaube ich, die Kritik, die sich von allen NGOs da so entlang zieht, ist natürlich die Intransparenz der Verhandlungen. Ja. Das ist, glaube ich, der zentrale Kern dieser internationalen Kritik. Ja. Okay, dann haben wir noch so ein Ding, da muss Edgar erstmal was zu sagen. Ja, der... Also auch erstmal das Positive, die Jungs um das Jungs und Mädels um das Let's Encrypt-Projekt haben sich ins Zeug gelegt, um Domain-Validated Certificates für alle umsonst zu organisieren. Chaos Computer Club auf einem Großteil seiner Webseiten hat inzwischen Zertifikate, die von diesem Let's Encrypt-Projekt signiert worden sind. Das Negative ist, dass wir wohl nicht die richtige Zielgruppe waren, weil die Software mich da irgendwie auch eine Woche gekostet hat, um es ernsthaft hinzubekommen, dieses Zertifikat da aus dem System rauszuleiern. Es gibt inzwischen andere Projekte, die das Protokoll benutzen und das in deutlich einfacheren Programmiersprachen wie einfach Shell möglich machen, Zertifikate sich zu besorgen. Aber wir werden jetzt nie wieder das Problem haben mit expirenden Zertifikaten. Da laufen Cronjobs und... danke, Let's Encrypt. Ich habe, glaube ich, gelesen, es sind jetzt schon über 200.000 und wenn dazu Fragen sind, wir haben das ja im Programm, Mr. Showmaker von der IFF wird ja auch für ein paar Fragen zur Verfügung stehen. Ich glaube, 200.000 war die Zahl, oder? Täusche ich mich da? Okay, der wird sicherlich ja noch erzählen, der ist ja noch im Programm. Kann man mal hingehen, klatschen. Ja, achso. nicht uns. Also das war natürlich so ein bisschen zum Jahresende, wo so in der Hacker-Community viele angefangen haben, sich diese Zertifikate zu klicken. Aber ich habe es extra kurz gehalten. Ja, nee, ich will jetzt zum Ende überleiten, verstehst du? Ich versuche eine, wir wollen mit ein bisschen positiven Nachrichten enden, in gewisser Weise. Denn wir haben ja immer noch ein paar Sachen zu laufen, die zumindest interessant sind in Bezug auf die Geheimdienste. Der CCC er hat dazu eine Pressemitteilung gemacht, schon im März. Wir führen ja mit Privacy International zusammen und mit den dort international aufgestellten, zum größten Teil Providern, die man da sieht auf der Beschwerdeschrift, eine Beschwerde vor dem Investigatory Powers Tribunal. Das ist ein innerbritisches Geheimgericht, was sich mit Beschwerden gegen die Geheimdienste, namentlich den GCHQ, beschäftigt. Da können wir zumindest vermelden, es gab ja einige Urteile vom IPT im letzten Jahr. Teilweise sind die Praktiken des GCHQ für illegal erklärt worden, teilweise nicht. Teilweise hat die britische Regierung nachgereicht. Unser Fall bezieht sich nicht auf die Überwachung, sondern auf die Hacking-Praktiken des GCHQ. Und die Urteile, die vom IPT gefallen sind, also von diesem Geheimgericht, die haben sich im Wesentlichen beschäftigt mit der Massenüberwachung, insbesondere dem Tempora-Programm.
Und die britische Regierung hat da so eine interessante Strategie gefahren, nämlich einfach praktische Verordnungen zu erlassen, um die Geheimdienste im Nachhinein zu beschränken. Im Hacking-Fall hat sie aber was anderes gemacht, nämlich ein Update des, Computer Misuse Act. Das ist ein Gesetz und hat quasi die Hacker, die im geheimdienstlichen Auftrag informationstechnische Systeme infiltrieren, von der Strafverfolgung freigestellt. Also dennoch wird dieser Fall, der sich mit dem Hacking beschäftigt, genauso wie der andere Fall vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte landen. Das ist der Fall, den ich zusammen mit Big Brother Watch, der Open Rights Group und der Schriftstellervereinigung PEN führe. Hier habe ich erfreulich im Dezember folgende Nachricht bekommen. Diese Beschwerde, die war adjourned, das heißt, die ist zwar priorisiert worden, aber die wurde aufgrund der zu erwartenden Urteile aus Großbritannien zurückgestellt. Diese Verzögerung ist aufgehoben worden und die britische Regierung hat die Antwort bekommen, dass sie tatsächlich über diesen Fall verhandeln werden. Also der sogenannte Request to Discontinue ist abgelehnt worden. Das bedeutet auch, dass wir den Rechtsweg innerhalb von Großbritannien nicht ausschöpfen müssen, sondern in Straßburg verhandeln können. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass... Also ich sehe schon, ihr freut euch so wie wir. Wir werden da auch ganz sicher dafür sorgen, dass wir da Öffentlichkeit haben. Wir haben gerade die erste Antwort auf unsere Frage von vorhin, wie wir das mit dem Kongress demnächst machen. Neben einigen sehr brauchbaren Vorschlägen kam dann am Ende, wir sollten einfach ein größeres Kongresszentrum selber bauen. Linus, klickst du uns kurz die Indiegogo-Kampagne bitte? Kann ich noch kurz was dann, in eigener Sache sagen? Ja, gleich. Natürlich. Wir fragen dann noch die Leute, die uns das BER schon gebaut haben, ob die uns das Kongresszentrum bauen. Dann. Ich würde sagen, wir fragen einfach Lego, ob sie uns ein bisschen was sponsern, dann bauen wir es aus Lego. Sind wir durch? Wir sind durch. Ich würde gerne noch Wintermute danken für diesen schönen Aufkleber, der meinen Laptop ziert. Das ist eine schwarze und eine rote Fahne und da drum steht Große Koalition. Und ich trete mir damit immer wieder spannende Leute ein, wie auch hier gerade wieder auf Twitter, die dann meinen, mich beschimpfen zu müssen. Die prominenteste Person, die Wintermute mit diesem Aufkleber getrollt hat, war Lutz Bachmann. Bei dem ich jetzt auf der Merkt euch die Namenliste stehe, weil ja ganz klar ist, dass der Chaos Computer Club die Linkspartei im Auftrag der Bundesregierung gehackt hat. Und dieser Aufkleber ist der Beweis. Ja, vollkommen. Von unserer Seite war das der Rückblick aus so ein bisschen CCC-Sicht. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und hoffen, dass ihr unsere Öffentlichkeitsarbeit und auch generell die aktivistische Arbeit im CCC auch 2016 weiter unterstützt und bedanken uns.